So, und damit moin moin und herzlich willkommen heute zum ersten Tag der Playoffs, der 4, der 5 im Upper Bracket Final. Upper Bracket Final sage ich schon, im Upper Bracket. Und zwar. Professioneller Cast. Professioneller Kassi auf jeden Fall. Nee, und zwar Würfel-Innsport gegen Lemminge, beziehungsweise Lemming heißen sie, glaube ich, abgekürzt, aber es sind die Lemminge. Hoffen wir natürlich, dass sie ihrem Namen alle Ehre tragen, alle Ehre machen und den Suicide einloggen auf jeden Fall. Zum einen oder anderen. Hey. Ja, an meiner Seite heute der wunderbare Klein Felix. Wird hier vertreten, wunderbar durch Harry Potter himself. Nee, durch mich? Anders. Durch dich, Du ja, weißt es doch. Die sorry. Szene. Das Ja, Video. stimmt, das Video. Ja, auf jeden Fall ist ein bisschen gebeutelt durch Krankheit, aber hat sich trotzdem gewarmt, hier mir heute Gesellschaft zu leisten. Schau, ich glaube, ich muss dich lauter Ja, stellen. PayPal hast du, ne? Dress-up? PayPal habe ich, PayPal. Easy. Perfekt. Schön ist das nämlich. Wo So. loben wir uns das? Welche Seite wollen wir? Weil Die die gehen auf jeden Fall schon Fans auf die Red so gemacht. Side. Ja, Red Side immer gut. Großer Red Side Enjoyer gewesen. Ich glaube, wir haben im gesamten letzten Split jedes Game, das wir wählen durften, Red Side genommen. Von daher Red Side immer super. Ja. Ich denke mal, damit sollte man auf jeden Fall fein sein. Mal schön Counterpicks einpacken. Ich bin mal gespannt, wer am Ende des Tages wohin gewürfelt wurde. Ne, das ist ja auch immer bei Würfel so ein kleines Ding. Die ja, rollen dann ihre Positionen so ein bisschen frei aus. Ich weiß nicht, ob sie Champions auch würfeln oder die dann frei wählen Nee, dürfen. Champions nicht. Also ich meine, oder zumindest soweit ich weiß nicht. Bisher wusste ich nur von den Rollen, außer dass Max Elise pickt, wenn Elise open. Ja. Und ansonsten, ja, andere Dinge. Ist der Richie Liemann gesetzt Mitte oder würfelt er auch mit? Hä, natürlich Der würfelt der würfelt auch Richie mit. Liemann mit. Ja, kann ja sein, dass sie Also, quasi das schon ich genug kann dir Handicap ist, sagen, wenn der Mitte spielt. So. es ist Also. schon, also, ich erinnere mich an eine Gnar-Performance, von der ich bis heute noch von mehreren Teammitgliedern höre, wie toll sie war. Ja, Ich sonst. höre decent Ironie raus tatsächlich. Ach, Ah, nein. wie also. Ich weiß nicht, was du meinst. Okay. Ich glaube, das war so eine 1-10 oder sowas Performance, aber ich Hey, bin mir nicht. zumindest nicht zu null, ne? Also. Das ist der grundsätzliche Spirit, sehe ich auch Ja. so. Ist wie in der Kreisklasse. Du kannst 17 Gegentore kriegen, solange du zumindest ein. Solange du einschießt, Ist ja, alles in sehe ich auch Ordnung. so. Ich schau mal kurz, ob ich da noch die Bilder zu finde in Chats, ob ich noch verifizieren kann, wie es wirklich war. Ja. Ja, wir können mal schauen. Also, ja, wir finden schon noch irgendwo was. Ja, ansonsten können wir ja schon mal so ein bisschen das Ganze hier professionell angehen. Wenn wir so OPDG von den Gegnern uns anschauen, sind wir gerade schon mal so ein bisschen durchgegangen. Bewegen sich so zwischen Low Master, Hydir. Also ein recht solides Niveau auf jeden Fall, muss man sagen. Sie sind bei sich in der Gruppe 9-3 durchgegangen, auf Platz 2. Gar nicht so schlecht. Man sagen, ne? Also muss ja auch erstmal schaffen, zweiten Ja, Platz zu hitten, ne? Aber ausbaufähig, ne? So. würde ich mich grundsätzlich anschließen. Ich glaube, es ist in dem Falle für beide Teams praktisch, dass sie keinen Erstplatzierten, keinen, ich nenne es mal, super stompenden D5-Gegner bekommen haben oder kein D4-Team. Als Zweiter hast du ja auch die Möglichkeit, wobei, nein, actually, InSport ist Erster geworden, ne? Genau. Okay. Jetzt Dann zweiter Split gegen formulieren wir es Erster. so, für die Lemminge ist es zumindest so, dass sie Vorteil oder das Glück hatten, nicht direkt auf ein D4-Team zu treffen. Das ist rein technisch möglich in den Playoffs. Und ich denke, Würfel kann sich auch nicht beschweren. Ja, zwei Platzierter, drei Games gedroppt. Ist natürlich immer die Frage, wie stark war die Gruppe. Ich glaube, es gibt Gruppen, da sagst du, ey, nur drei Games gedroppt als Zweiter. Und es gibt Gruppen, da sagst du, oh, es sind überhaupt, ja. Games gedroppt worden. Von daher, ja, immer schwer einzuschätzen, wenn man nicht alle Gegner kennt, nicht alle Gegner, ja, einschätzen kann. Von daher bin ich gespannt. Auf jeden Fall, niveautechnisch würde ich sagen, ziemlich average.
The 4-5 Playoffs-Team. Ja, ansonsten haben wir schon so ein bisschen drauf geschaut, was quasi vielleicht contested sein wird, beziehungsweise spannend wird vielleicht auch, was man contesten möchte. Also wir sehen hier sehr, sehr viel Uri, Jarvan, ein Combo, wird sehr, sehr gerne gespielt. Auf Botlane ist Xayah dabei, Supporter spielt gerne Engage Champions, was auch sehr interessant wird, je nachdem, wer da hingewürfelt wurde. Aber ich hoffe so doll, dass sie in Order sind, ne? Also je Du nachdem, wer da meinst. hingewürfelt wurde, auf der Top-Lane wird es wahrscheinlich auf ein Split-Pushen auskommen. Also da wird das 1 gegen 1 tatsächlich sehr, sehr interessant werden. Was dann da passieren Ja. wird. Also ich meine, Mario, wenn es wirklich Mario auf Toplane ist, Wenn dann ist es das eine wirklich der absolute. Richel im Jungle ist, habe ich tatsächlich. Hä? Richel Jungle? Also, I mean, Richel Jungle, ich weiß nicht, ob du dich an den Tiebreaker erinnerst, aber war schon scary. Scary. Also ich glaube halt, die zwei Dinge, die mir am meisten Sorgen machen, sind ADCs Frontline auf Support. Ja. Also wir können ja mal kurz die Main-Position Interessant. durchgehen, ne? Also, Kut'Ma ist normalerweise Support Mitte, würde ich sagen. Support Mitte. Richel ist eigentlich Midlaner. Valengin ist Support. Chonky ist jetzt Toplane. Also, ich würde sagen, Chonky ist das AD Carry alt zu werden. Okay, und ADC ist Frontline, ist eigentlich Supporter. Eigentlich Nee, Jungler, so, Mann. Jungler. Genau. Ja. Von daher schon ist wildes. Aber Chonky auf AD Carry ist natürlich schon böse, ne? Also Also. Chonky auf AD Carry ist natürlich Ist ein schon Pick to watch. ein Win. Nick auf Support ist halt, ja, ist ein bisschen rough, glaube ich. Er kommt dann Jarvan Support raus oder so, Richel ne? Jungle ist halt die Frage, was kommt. Habe ich schon positiv als auch negativ mitbekommen. Ja. Und Valle auf Mitte, ich meine, Xerath Support, Xerath Mitte, Renz, Ayra, easy, Tahmer, kriegt dahin, was auch kriegt immer. dahin. Der wird da schon was Spaßiges finden. Vielleicht, ja, hat er auch Spaß, wirft irgendwie mit Six Bomben um sich her, keine Ahnung. Einfach mal wild reinschauen. Und er sagt immer, Midlaner brauchen keine Hände, von daher, jetzt mal Zeit, dass der alte Mann was beweist, würde ich sagen. Und wo wird heute Elise gespielt? Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage tatsächlich. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich gepickt wird. Richel Oder auf Elise hätte was, oder? wäre schon ziemlich geil. So. Der CEO himself ist natürlich leider nicht mit von der Partie, der dann Elise gepickt hätte. Ich frage, ob sie natürlich dann ein bisschen den Max-Gedächtnis-Pick machen und trotzdem die Elise einloggen irgendwo. Ja, ich weiß nicht, wie bewandert der Richel da auf der guten. Es ist. Okay, man hat jetzt hier nochmal geswappt. Richel auf Support? Oh no, nein. Valengin auf Support? Warte mal. Hä? Nee. Na, 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 nein. Richel auf Top Lane, Valle Ach Jungle du Kacke. und trotzdem dieselbe Na. Botlane-Käferitis, Hä? oder? Was ist hier Also denn ihr seht jetzt? das ja gerade nicht, was hier abgeht. So, wir sind ja gerade im Kleinen und Hä? hier wird gerade fleißig hin und her geswappt. Nein, 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 nein. Also, Richel Och Top Lane, nein. ich hab's gesagt, bitte kein Gnar. Ja? Ich glaube, Chonky Support ADC Frontline ADC Ja? ist sogar ein Upgrade im Vergleich zu andersrum. Ja, also man muss auch natürlich auch sagen, vom Namen her ist er schon dabei. Mario Mitte würde dann Main Role bedeuten. Okay, sie Und swappen doch nochmal. Valle Jungle habe ich auch schon das eine oder andere Mal gesehen. Ist, glaube ich, gar nicht so. Warte mal, jetzt nochmal? Die einfach permanent oder sagt Hä? irgendwann gleich irgendwer Stopp und dann Oder ist sind die einfach quasi. zu doof, sich zu sortieren? Ich höre das ein. Haben wir zu Mario und Valengin noch mal ge I guess wir sehen es gleich, wenn wir es in-game sehen, Ja, oder so? ich glaube schon. Ich glaube, das bringt jetzt nicht Es viel ist. hier. Ich versuche mal von Mario Insights zu bekommen. Ja, das versucht man. Während wir noch darauf warten, dass wir gleich in das Game rein können. Ja, sieht. Wenn ich es richtig lese, auch so ein bisschen ADC aus, Lock als hätte der Issues. ADC Ja. nach Lock-in-Issues aus. Was natürlich sehr bescheiden wäre. Okay. Hast du's? Oder?
Ich bin gerade noch mal überrascht. Ja. Also ich habe jetzt eine Reihenfolge von fünf Namen und dahinter ein Spielen bekommen. Das ist jetzt nur, wer spielt. Junge Ja, Mario. das ist Jetzt kriege ich stark. die Info, jeder von daheim. Okay. Okay, ist super. Also das Okay, heißt, also wir warten ja. einfach ab. Wir folgen euch allen, aber nicht zu viel. Okay. Okay, I Der see. Kleine ist der Kleine am Karsten anscheinend. Okay, ich habe gerade interessante Insights bekommen. Ja. Aber es hieß, ich soll warten. Das ist jetzt nicht die Order. Oh. Also, ich weiß nicht, inwiefern ich hier, ob das verlässliche Infos sind, aber ich leite sie dir mal weiter. Schick mal rüber hier. Ich kann halt dann quasi so eine Reaktion mit meinem Gesicht. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das Troll ist oder nicht. Dafür. Aber ja, du kannst gerne liegen. I guess es ist Troll. Ich Hopefully. hoffe. So, und damit gehen wir dann in den ersten Pick und Bann des Tages. Ja, ich bin auch mal wieder gespannt, was gebannt wird, weil wer soll wissen, was gespielt wird, wenn man selber noch nicht weiß, wer wo landet, gefühlt? Ja, also ich denke mal einfach, du solltest meta-orientiert bannen an der Stelle, würde ich es einfach Ich glaube, sagen. Meta oder Champions, die du irgendwo mal von dem Team gesehen hast, wo du sagst, ey, vor denen haben wir Schiss. Sowas oder halt irgend so, weiß ich nicht, was halt easy to play ist, so, ne? So. Ja, ich nenne es mal Okay. den klassischen Noob-Champion. Den klassischen Loot-Champion, aka Ornn. Also, ja, nee, das ist der Target-Bann gegen Valengin Top Lane, der Okay. dafür legendär bekannt ist, natürlich. Für den Waren. Ornn Top Lane. Auch in Grandmaster noch gesehen. So, das ist die Fail Fiora hier. draußen. Sehr schön. Haben wir vorher schon analysiert. Wurde sehr oft auch im Prime League gespielt. Dass man da sehr viel gesplitpusht hat und auch immer mit sehr viel Gold ausgestattet gewesen. Tristana raus. Wäre natürlich ein Flexpick. Für Mitte und für AD Carry. Ja, ist nicht nur ein Flex-Pick, ist auch ein Pick, mit dem Chonky immer gut gefahren ist, den Mario schon ausgepackt hat. Jetzt haben wir Javan. In Rakan, Sichuan. Jetzt hast du theoretisch Javan Ori offen. Das sind die beiden besten Champions von AD Carry und Mitte. Solo Queue. Was? Uri Jarvan. Ja, also Hast zumindest du mit gerade Highest Win gesagt. Rate und best Sind die KDA. besten Champions von Midlane und ADC? Yone, Midlane und möchtest du? Mann, Jungle, jetzt lass mich in Ruhe. Also, wir sehen Rakan immer noch sehr, sehr guter Champion. Könnte, ja, könnte, oder spricht sowohl für Valengin als auch für Krypma. Und ein Sejuani würde für mich für einen Richel Jungle sprechen. Ich glaube nicht, dass irgendeiner der anderen sich auf Sejuani Jungle setzen lassen würde. Und war im Tiebreaker ja auch erfolgreich, das Schweinchen für Richel. Jetzt hast du angesprochen Ori Jarvan, finde ich gut. Ich bin nur überhaupt kein Fan davon, wenn du so eine Bellabus-Comp hast, dann den Ezreal dazu zu picken. Also, was ich sehr gerne mag, in sowas, spiele eine Jinx rein. Gebe den Reset, gehst mit Javan Uri rein, One-Shot ist irgendein Target, zack, hast ein Reset drin, Abfahrt. Jetzt kommt der Yasuo. Der gefällt mir Okay. gut. Spicy, spicy. Warum? Also, ich glaube, Yasuo ist actually decent gegen Orianna. Kann natürlich relativ viel von Ezreal blocken. Ja. Und ist grundsätzlich auch kinder dashy. Das heißt, wenn rund um die Jarvan Ult Minions sind, hast du die Möglichkeit rauszudashen. Was natürlich nochmal so ein Bonus ist. Auch Rakan mobil, Sejuani mobil. Das heißt, bisher dieser Jarvan hat Stand jetzt noch niemanden, den er wirklich einsperren kann. Ich sag mal, AD Carry Wise wird es ein bisschen schwer, da jetzt noch jemanden zu finden, der da rausdashen kann, weil sowohl Tristana ist gebannt, Krasser. Ezreal ist gepickt. Kaiser wäre noch eine Option, wobei, ja, ist jetzt nicht Weiß jetzt nicht, wie der das Top. Kaiser Matchup so unbedingt ist. Ist grundsätzlich favored für Kaiser. Okay. Ist ein klassischer Counterpick into Ezreal, actually. Jetzt nimmt man hier auf der anderen Seite noch zwei Split-Pusher raus mit Nasus und Trundle. Also Trundle, Und auch für die, die es nicht ganz so wissen, ist gerade auf Top-Lane wirklich sehr stark am dominieren, was einfach Sideline-Push angeht. Klatsche Heilbreaker drauf und der ja. haut dir jeden Turret weg. Ich denke an 3-4 Playoffs, schaue auf Games, 5 Tode insgesamt und das Game ist durch mit 8 Turrets. Und ich denke mir so, was ist passiert?
Okay. Wir haben Nautilus, Raka Nautilus. Mitte, Yasurakan, Botlane. In irgendeiner Welt ist es Nautilus Toplane. Und Oh. jemand steckte der Meta von Season 6 oder 7, wo du noch Double Dorans bauen So, konntest. aber ja, der Braum gefällt mir hier sehr, sehr gut. Auf den Seiten der Lemminge. Ja, wobei ich sage, also. An sich ist das, finde ich, das finde ich den sehr solid hier. Der ist an sich gut, don't Weil du get me willst bisher wrong. mit Ich vier hatte immer. Champions reinkommen. Also willst du mit vier Champions wirklich facechecken. Ja, du willst Melee. Das Problem, was ich habe, auch da, Ezreal Braum, Orianna, Jarvan, da ist für mich eine gewisse Anti-Synergy. Das auf jeden Fall, ja. Ezreal Braum machen sehr viel Sinn mit dem Jax, der sagt, ey, wir spielen die Sidelane und wir chillen mit Ezreal Braum hinten. Aber dann, warum dann Jarvan Ori? Ah, also der Draft ist, I guess, egal was jetzt kommt, fast doch be oder ist Er besser als muss der von besser. Würfel. Olaf. Kommt Olaf, Das ist okay. der Nautilus Mitte. Also, ich stelle jetzt mal eine Wir Prediction auf. analysieren. Ich Ja. stelle jetzt mal die Prediction auf, dass das ein Raker Nautilus Botlane ist, die einfach nicht lebt. Raker mit. Oder ein Raker Mitte? Aber was willst du mit Ist Raker Rakan Mitte der machen? neue Counterpick into Uri? Die Frage ist halt auch, also in irgendeiner Welt Rakan Mitte, der dir sagt, ey, wir rotieren mit dem Jungler. Aber warum würdest du dann Sejuani picken? Sichu hat early guten Damage. Ja, aber also da gibt es Aber Champions, die mehr von einem Supporter um sich herum priffe, oder ja. ja. Und Ja. ich gehe jetzt mal davon aus, wer war ganz oben? Ja. Wer war denn ganz oben sortiert? Ich glaube, das war Richel, oder? War Ist Richel richtig? ganz Ich weiß oben? nicht, wir haben 10.000 Mal doch hin und her geswappt, ne? Also. Ja, also ich glaube, unten der Yasuo ist für ADC Frontline. Ich glaube, der Nautilus für Chonky. Chonky, by the way, an der Stelle raus aus dem Chat. Hab den Fehler gemacht, vor dem Draft auf uns zu tippen. Glaube, das war ein Fehler. Das glaube ich auch. Würde ich soweit unterstützen. An der Stelle natürlich, ne? Gerne einmal alle in Ich die meine. Vorhersage reinsliden. Sehen wir Ich gerade meine. auch 76% für die Lemminge. Du hast so einen halben Wombo-Combo-Point mit Raka, Nautilus, Yasuo und auch Sechu. Aber irgendwie ist es wild. Und auf der anderen Seite ist deine zweite Win-Connection dieser Olaf. Und mehr hast du aber auch nicht. Olaf wird aber auch hart geblockt, einfach durch Jetzt lass Jarvan mal. Ultimate, ne? Also wenn du keinen Flash hast, Richtig. hast du ein Problem. Jetzt lass mal diesen Jax Ninja-Tabis bauen. Ein Sonyas. Wer killt denn den noch? Rakan Full AP. Ja, ich glaube es auch fast. Also ich glaube, da braucht man keine krassen Analyse-Skills, dass dieser Draft ja ein bisschen mehr nach dem Motto Spaß ist, auf Seiten von Würfel. Vielleicht sagt man, okay, in der ausgewürfelten Konstellation hat man keine Chance. Ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte mir schon einen Draft gewünscht, der at least, ja, den Full Tryhard Spirit unterstützt. Vielleicht werden wir jetzt auch gleich überrascht. You never know. Ja, also ich sag mal so, das Aber, Einzige, was wirklich richtig hart rausfällt, ist halt der Rakan so. Ne? Also tausch das mit einem Mage aus und ja. hier ist es actually fine. So, ja, so Nautilus kannst du in der Theorie spielen, ist nicht so geil into Braum Esri, weil du da eigentlich niemals rankommen solltest im Normalfalle, um da wen zu töten. Ja, aber also der Rakan bin ich sehr, sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, dir fehlt da doch einfach komplett der AP-Damage. Ja, die Gegner haben keinen Full-Tank, aber, I mean, das ist so ein Ninja-Tabi-Game für Ja, diesen Jax, nicht nur der auf der Ninja-Tabis, du Sideline kannst ja ewig noch lang gegen diesen weiterbauen, ne? Olaf spielt. Ja, klar, natürlich kannst du doch weiterbeinen. Auch der Ezreal kann sich überlegen, ey, ist ein Frozen Heart hier nicht maybe Ja. was für mich sogar gut ist. Du hast so viele Optionen, sag ich mal. Was das Ganze einfach sehr schwierig machen wird für mich oder in meinen Augen für Würfel. Du kannst natürlich immer noch sagen, ey, wir sind skillmäßig einfach crazy. Wir spielen auch mit dem Draft noch Winning. Und ich glaube, dass die Comp auch in der Welt aufgehen kann. Ich glaube aber, wenn du bis Minute 20 nicht super crazy head bist, dann bist du einfach doomed.
Kann schon sehr schwierig werden, ja. Vor allen Dingen, du musst halt dieses, du musst Full Face halt reinlaufen. Klar, ein Target wirst du rausnehmen können. Da gehe ich mal von aus mit der Seche Ulti. Also, du hast sehr, sehr viel CC, die du da einfach. Ne? Und dann noch mit den Slows und so weiter. Ein Target solltest du hier runterbekommen. Die Frage ist halt, was passiert danach? Ne? Ja, aber dieses Target ist eigentlich auch nur genau ein Target und das ist Orianna. Ezreal ist mobil. Der Braum, okay, den wird es nicht wirklich jucken, der ist auch nicht so relevant. Der Jax wird relativ zeitnah, wahrscheinlich, wenn er smart ist, ja, Richtung Sonyas gehen. Und all diese Sachen. Und okay, ich glaube, wir wurden ein bisschen gebaitet. Wobei, nee, es ist. Also von den Runen her würde ich behaupten, es ist der Rakan Mitte. Von der Anordnung her sieht es aber nach dem Nautilus Mitte aus. Ich bin gespannt. Also ich meine, Electrocute Rakan. Das schreit schon nach Midlaner eigentlich. Aber wenn es wirklich Chonky Valengin auf Rakan Yasuo Botlane sind, dann ist es halt schon auch ein Brett. Ich glaube, Es Krypmaa ist spielermäßig, auf ja. Olaf ist was Interessantes. Was mir nicht gefällt, ist, dass er keine Flash dabei hat. Du hast angesprochen, er kann aus der Javan-Ult damit gar nicht raus. Da hätte ich mir einen Das für eine Flash sehr lange gewünscht. Zeit. Also Ja. Javan braucht ja auch theoretisch ihn gar nicht fighten. So, der ultiert einfach drauf, EQ wieder weg, so, und dann hast du den Olaf erstmal abgestellt halt, ne? Richtig. Dann ist der Olaf erstmal beschäftigt. Ich meine, der Nautilus mit Glacial könnte schon auch. Also ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir ADCs Frontline oder Valengin letztendlich auf, ja, auf Mitte sehen. Ich meine, irgendwo glaube ich im Stream von Valengin schon gehört zu haben, dass der große Elektro-Q-Drakan-Fan ist. Auch, ja, primär, beziehungsweise war das im. Oder war das irgendwo anders? Also irgendwo habe ich das schon mal gehört von ihm. Dieses Electrocute-Gedöns. Du eigentlich auch bei 0% Stack? Ja, es lädt nicht. Okay. Ich hoffe, es lädt noch. Wäre sehr tragisch, wenn wir diesen Draft nicht bekommen würden. Ah! Unable to download spectator data. Ja, same here. Game will now exist. Reconnect. Valengin hat mir gerade geschrieben. Loadscreen war lang, jetzt ist Pause, keine Angst, da hat wer nicht connected. Ja, ich drück auch mal auf Reconnect ein paar Mal. Bei Ja, mir ist gerade richtig. ein blauer Balken und wir schauen mal, was passiert. Bei mir lädt es jetzt auf jeden Fall wieder rein. Ja. I guess, weil halt irgendwie ein Loading-Bug war von den Spielern, weil er nicht rein konnte und sie selber warten mussten, weil der Connect nicht möglich war, dass wir diesen Fehler bekommen. Ja, schauen wir mal, Small Indie ob das jetzt Company. irgendwas bringt. Ist auf jeden Fall schon wieder, lieben wir. Lieben wir definitiv. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Ich habe Black Screen. Same. Mit einem Loading-Symbol immerhin. Ja. Es lädt. Frage ist ja nur, was lädt, ne? Also. Ja. Virus, Malware. Ja. Ja, klar. Also Jessop, ne? Nur, dass du weißt, deine Daten kosten ab jetzt oder kostet dich pro Tag, der nicht geleakt wird, 10.000 Euro. Ja, du hau raus den Scheiß, ne? Also. Okay. Okay. Da bin ich confident. Na dann. Ja. Ich hoffe jetzt, dass irgendwas noch passiert. Wäre ein bisschen sad, weil ich würde diesen Draft schon sehr, sehr gerne in-game sehen. Aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Oh, Ja, warten wir oh, erstmal ab. True, Ladebalken ist weg. Ich sehe. ich hab ein Bild. Du hast ein Bild. Ich habe wieder ein Ladescreen. Also ja, das meine ich mit, ich hab ein Bild. Ich habe aber leider immer noch die 0%. Die habe ich auch. Aber ich kann ja munter durch den also durch den Ladescreen durchklicken. Ja, ich. Same. Also ist das ein Improvement? Guck mal, noch Mastery Locked. Oh, Ah, ich ja, wir bin sind drin! drin. Wir sind drin. Let's go, guys. Es kann losgehen. Und erstmal Pause. ja. So. Jungle Petition, Client Lovely. Wo bist denn du sekundentechnisch? Ich bin jetzt bei 4. Ist Pause bei mir. Okay, dann sind wir hoffentlich sync gleich. Ja. Leute, also 46, 45, 44, Ja. 43. Wunderbar. Dann passt das doch Ein schon mal Punkt. soweit. Haben wir das Bild etc. haben wir schon mal soweit besprochen. Ja, bin ich gespannt, ob es der Nautilus Support wird oder der Raka, ne? Was Also der würdest du. Nautilus hat Wobei. Mini-DMAT.
Ja, aber du hast du nicht, sag mal schnell, hast du Nautilus hast du und Intermages gespielt, ne? Also hatte man in der Zeit, ja. Aber das war halt auch irgendwie eine ganz weirde Zeit. Es war auch nur ziemlich kurz und dann ist es irgendwie, dann wurde es einmal Also genervt das und dann war ist es diese wieder Doing Bee verschwunden. Meter. Das war diese Doing Bee Worlds Meter. Nenne ich sie mal. 2019 müsste das gewesen Es sein. war doch letztens wohl auch Nautilus mit. Also. Ja, also ich glaube, oder das, woran ich mich krass erinnern kann, wo es länger war, war diese Doing Bee Meter. Da hast du es in Intermages gespielt. Bei Worlds. Als es einfach hieß, ey, wir FFen Mitte, Mitte ist useless. Und zumindest die eine oder andere Stimme sagt, Mitte ist aktuell auch tatsächlich nicht so stark. Von daher vielleicht deshalb dieser, ja, Ansatz. Okay, ich sehe schon. Hier wird wild gechattet über Essen. Ja, gab zumindest Pizza, oh, ne? Ja. Selber Kopf. Ja. Süß. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ist ein Ja, das länger Start. Wir ist haben auf schon jeden Fall ein. viel gute Laune gehabt, einen wilden Draft und jetzt hoffentlich kriegen wir auch noch gutes Gameplay. Ja, war nicht MSI noch Nauten mit? Das meine ich mich auch. Ja, maybe. Also Da MSI, das hätte waren ich halt so dann mehr. für zwei Patches war Nautilus mit so ein Ding. Ja. Sag ich echt schon. Also, kurzen quasi. Dann wurde es einmal genervt und dann ist es wieder weggefunden. Aber Ja, ja, ja. haben wir 26 Minuten schon mal schön über die Bühne gebracht, ne? Ja, entertained. Ja, und Ja, wir ich haben ganze meine, 4 wenn Sekunden man Gameplay gehabt. in dein fröhliches Gesicht schaut, da kann man ja nur entertained werden. Hey, das ist auch süß. Ja, natürlich. Ei, 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 ei. Was sehen wir denn noch so hier Tolles? Was können wir denn sehen? Der erste Drake wird Inferno Drake. Was ich interessant finde, weil du gerade doch gesagt hast, wir waren noch bei Summoner Spells, Ja. die Ori hat sich für ein Ghost entschieden. Ja, ich glaube, die hat gesagt, ich brauche hier nicht so wirklich das Team. Also, hear me out. In irgendeiner Welt könnte man so weit gehen und sagen, vielleicht wäre hier sogar ein Cleanse angebracht auf Orianna. Weil du spielst entweder gegen Nautilus oder Rakan, kombiniert mit Sejuani. Ja. Auf der Von anderen daher Seite, wenn du irgendeiner. halt sagst, hey, ich überlebe den Damage und bin fein, war die andere Geschichte, ne? Agree. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal ready. Okay, Wir okay. gehen jetzt tatsächlich rein. So, und damit jetzt herzlich willkommen zu Game 1 im Upper Bracket, der ersten Runde. Heute Würfel-Endspurt gegen die Lemminge. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Würfel hat sich da auf jeden Fall ja, einen sehr, sehr interessanten Draft zusammengewürfelt. Die Lemminge gehen dann doch ein bisschen mehr meta-orientiert. Passt nicht ganz so gut zusammen, der Draft, aber an sich hast du ja Teamcomp mit Ja. Champions, die da spielen, wo sie hingehören. Was ich auch sagen muss, ich bin auch kein Fan von dem Heal auf dem Azul. Auch da würde ich sagen, Cleanse oder TP haben Nimm für mich Clans mehr mit. Value. Also ansonsten hast du als AD-Carry nicht so viel Also, Spaß vor allen eigentlich. Dingen, ich meine, die Gegner haben Rakan, Nautilus, Sejuani. Also ja, du Es hast ist eine E, du so hast einen viel Flash, da. aber also Aber Flash was mal bringt dir denn der eine, ja. Heal? Also, in dem Moment, wo dir denn dein Heal dich saved, hätte ich das Cleanse mehr gesaved, behaupte ich mal. Ja, und wenn du es fürs Wir Movement sehen. Speed mitnimmst, dann ja, ist halt auch Quatsch. Jessop, wo bist du? Zeitlich? 37, 38, ja, und hier connected der Hook auf jeden Fall schon mal. Man kann weder den Welt durchspielen. Damage ist da, Ignite ist drauf. Jetzt wird die E drauf kommen und First Blood hier für Chunky. Let's go. Ja, war ein wildes. Also, ich sag's mal so, sollte Ezreal eigentlich nicht passieren. Nehmen wir natürlich mit, ist auch. Ich weiß nicht, ich bin immer wieder fasziniert, wie wild Sachen aussehen können, wenn so ein Nautilus-Hook ins Gesicht kommt. Und wir müssen umsortieren. Es ist der Rakan Mitte. Mit dem Dorans Ring. Wir haben umsortiert. Es ist. Also, da bin ich sehr gespannt. Valengin natürlich auch bekanntlich Rakan-Konnoisseur. Ja. Also er hat zumindest einen Support-Champion als Support-Main. So. Ja, Ja, also, also, ja. ich muss sagen. Es hätte mir andersrum mehr gefallen, einfach weil ich glaube, dass Ja, Rakan guck, und der erste plus. Damage, Reiner. Ja, Damage Junge, ist not leckt halt bad. gut. Half-Life. Also, hallo? Winning Ja. Matchup. Oh, guck mal. Direkt Auerbauer. Da gab es ein bisschen ins Gesicht.
Ja, ich hätte es mir trotzdem andersrum gewünscht. Ich glaube, Nautilus ist besser gegen Orianna und ich glaube vor allem, dass Rakan Yasuo einfach besser funktioniert. Ja. Also schon mit ersten munteren Trades. Was natürlich an einem Rakan jetzt nicht so verkehrt ist, du kannst die Distanz überbrücken halt erstmal zu Ori. Auf der anderen Seite kannst du das theoretisch auch einfach nur sidesteppen und so. Und dann stehst du als Rakan da vorne und denkst dir, ja, scheiße. So, dann ist halt der Also, Weg zurück sehr, sehr lang und kriegst sehr, sehr viele Bälle ins Gesicht. ich sag das jetzt aus Caster-Sicht irgendwie unglücklich, als Spieler-Sicht sehr erfreut. Ich glaube, im Mittelpunkt dieses Games wird sehr, sehr lange die Top-Lane stehen. Ich glaube, auch die Cam führt uns da bisher sehr viel hin. Ich glaube, das ist die Lane, wo am meisten spannende Sachen passieren werden, erstmal. Auf jeden Fall. Rukma hat aber, glaube ich, gerade schon ein bisschen einen Rough-Spot mit wenig Mana, sehr oft die Q verwendet. Ja, wir werden gleich auch ein Level 3 oder ein Level. Ja, wahrscheinlich ein Level 3 Top Gank sehen. Daran hat auf jeden Fall seine Raptoren geskippt, wird jetzt gleich hochlaufen. Tradet man natürlich jetzt schon munter und vielleicht wird sogar hier der Solo-Bolo. Krypma geht nach vorne, Flash ist raus. Kamera sagt, nee, brauchen wir nicht hinschauen. Gehen wieder hoch Kamera und sagt, Krypma ist jetzt Rukma ist ein toter natürlich. Mann. Ja, nimmt hier den Kill mit. Trotzdem noch der Assist für Javan und somit steht sie erstmal 1 zu 1. Ja, da kommt man dann Mein nicht mehr gut raus, ne? ich glaube, es wäre sogar noch so viel besser, wenn dieser Kill auf dem Javan gewesen wäre. Weil wenn der Jax dieses Matchup snowballen kann, Schwierig. da sieht es wirklich sehr rough aus. Zusätzlich der Javan jetzt auch oben am Invaden. Oh, rough. Ist nicht in der, also ist nicht das, was für Würfe passieren sollte, war fairerweise sehr, sehr knapp oben. Ja, war sehr, sehr knapp, dass man da vielleicht nur einen Kill bekommt. Aber du hast natürlich auch kein Flash und auch Smart vom Javan dann da ganz so zu parfen. Man invadet sich jetzt hier gegenseitig so ein bisschen. Aber siehst du, was Richelieu da kriegt gleich die passiert? Raptoren. Ja, und jetzt gucken wir, was da passiert. Und du bist ja gleich wieder tot. Du hast keinerlei Summoner-Spells. Du wirst da nicht mehr rauskommen. E wird gechannelt. Der Helikopter ist an und ist der nächste Kill hier für den Jax auf der Top-Lane. Mauxin 2 zu 0 hat schon Sheen und das Matchup wird da oben nicht mehr angenehm werden. Also die Top-Lane SFF, wenn man es mal so sagt, wie es ist. Das heißt, jetzt hast du Ja, noch genau hoch eine connected Windcon. hier schon mal. Na, okay, Damage. Man durchbekommen. C2E geht drauf, aber man will da nicht noch hinterhergehen. Hat keine Minions unterm Tower. Somit der erste Gank hier vom Richelieu-Mann auf dem Schwein. Ja, noch nicht ganz so erfolgreich gewesen. Und in der Mitte. Ja, sieht das eigentlich recht decent aus für Valengin? Ja, ich glaube, er wird halt, je länger das Game geht und vor allen Dingen, je mehr er Minions lastet, bis, desto rougher wird es für ihn Ja, werden. jetzt musst du aufpassen. Javan ist hier wieder auf jeden Fall dabei. Sieht schwierig aus, das Ganze. Eieiei. Ja, es ist halt so traurig. Ja, Chonky. Aber wenn ich jetzt von Even-Spielern ausgehen würde, würde ich sagen, das Game ist jetzt schon lost. Ja. Einfach weil deine Top-Lane, der Olaf ist so ein bisschen deine eine Win-Condition, die du hast. Der ist jetzt knapp Hälfte CS. Zwei Kills auf dem Jax. Was wird da noch besser? Das wird nicht mehr besser. Ja, so unangenehm. Und dann halt auf der anderen Seite hast du Botlane, Ezreal, Braum. Die sind sehr, sehr safe. Da wird es halt schwierig. Hat man gerade schon gesehen. An sich hast du einen guten Gank, kriegst einen CC durch, hast Damage drauf. Aber es ist halt einfach Ezreal, Braum. Und wenn die Level 6 haben, hast du noch eine Braum-Ultimate zur Verfügung. Dann solltest du meistens eigentlich rauskommen. Außer der Overextend ist wirklich krass. Ich meine, du hast jetzt noch die Chance, wenn du jetzt zeitnah das Bounty vom Jax einmal in den Olaf bekommst, mit dem Ja. Gank, dann kannst du diesen Olaf nochmal zurück ins Game bekommen. Wenn das aber nicht sehr bald passiert, dann hast du ein Problem. Und schauen wir auf die Karte, wir sehen gerade eine Drei-Mann-Rotation auf Ja, Seiten. Richtung Top Lane. Richelieu-Mann wird jetzt hier EQ'd. Javan mit gutem Damage schon dabei. Richelieu-Mann nochmal mit dem Dash, aber der reicht nicht aus. Nächster Kill hier für die Lemminge und somit 3 zu 1 auf dem Einfach Scoreboard. groß, also Int, dass hier kein Flash gezogen wird von Richelin, Mann. Der war ab. Jetzt, ich nenne es mal Glück im Unglück. Der Kill ist nur auf Javan in Anführungszeichen. Und 300 Und Jax hättest du nicht ADCs überholen können. Frontline, richtig, ADCs Frontline Jetzt will man hier mal covert at least diven. den Man hat Dive auch ab. Ultimate zur Verfügung. ADCs Frontline geht jetzt hier so ein bisschen nach auf den Javan. Der wird aber gleich einfach raus EQ'en, sollte fein sein. Oder der Jax kommt dazu und dann könnte das Ganze hier nochmal spannend werden. Aber guter Damage erstmal von ADCs Frontline. Wurde ignited. Vengeance zündet die Ultimate, geht rüber.
Und Kill für ADC ist Frontline. Und jetzt versucht man hier weiter nach vorne zu gehen. Man will das Shuttern haben. Krypt mal mit dem Slow drauf. Zündet hier die Ultimate. Hook connected. Und das ist der Shutdown für den Olaf. Krypmer, sehr, sehr schön. Stark gespielt von den Jungs. Schöne Rotation von Valentin und ADC's Frontline. Und genau das, was du angesagt hast, ist hier gerade eingetreten. Ja, das ist quasi das einzige Play, mit dem du nochmal comebacken kannst. Und genau das ist ihnen hier, oder was heißt comebacken, aber mit dem du deinen Rough Spot wieder in einen, ich nenne es mal, okayischen Spot zurückbekommst. Du hast hier den Shutdown für Krypmer bekommen. Super, super wichtig. Dann, jetzt wird ja Mann angegangen in der Mitte. Richtlinmann mit Game Damage. Was ich interessant finde, weil Valengin hier mit diesem AP-Rakan-Bild hat jetzt schon at least mal ein gutes Play gemacht, kann man ja sagen, oder? Ja, hat auf jeden Fall den Kill secured. Jetzt aber EQ nach vorne und das ist der erste Kill für Hamann. Ultimate von Chonky gezogen. Exhaust ebenfalls drauf. Fight sieht schwierig aus. Kriegt man hier noch irgendwen? Double Kill für die Ori. Stun kommt durch. Chonky versucht hier zu dashen und zu autotacken, aber es reicht nicht. Und es ist auch ein Kill für Midasun. Und somit ein 3-1 Trade plus der Drake obendrauf. Ja, fragwürdige Decision aus meiner Sicht, die Würfel hier gerade getroffen hat. Die Sejo war quasi schon lowlife. Du hattest noch keine Rakan-Ult wieder ab. Du wolltest irgendwie diesen Fight noch suchen. Man hat gesehen, wenn Rakan zweimal Knock hat, kann Yasuo direkt auf ulten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was die Stärke der Comp ist. Aber jetzt hast du natürlich auch noch die Orianna ins Game gebracht. Und wir haben es angesprochen, wie gut Ninja-Tabis in diesem Game werden. Woran sehen wir das? Die Orianna hat nach ihrem Lost Chapter Rüstung oder hat Ninja-Tabis plus eine Cloth Armor gebaut. Ja, ist nicht so verkehrt. Eine Ansage. All Eyes on Valengin auf dem AP-Rakan. Der wird dann hier ordentlich Damage machen, hoffentlich. Ja, Krypmer hat da auf jeden Fall was dagegen, geproxied zu werden. Um ein bisschen Trades mitzunehmen. Und jetzt ist aber Richie Lima mit von der Partie und da sollte man jetzt nachgehen können. E-Connected, Flash, Ult über die Wand. Kommt er nochmal rüber und er hat doch Flash und das ist ein Desaster. Der kommt da einfach noch raus. Auch der Hook unten, auch der Botlane Mist. Oh, sehr, sehr unlucky. Aber auch gut gespielt da von Mauxin. Der sein Flash noch lange hält und quasi dann dadurch, dass Richie Niemann darüber geflasht ist, auch. Ja, auf der einen Seite gut gespielt von Jax, auf der anderen Seite nicht so. Oh, jetzt der All-In hier auf Midasun. Chonky mit gutem Damage, aber der Root kommt durch vom Braum und das ist der Kill. Auch wieder so close. Ignite reicht auch nicht mehr aus. Als das Frontline wird allerdings rauskommen. Es sind jetzt zwei sehr unlucky Plays in Folge gewesen. Würfel. Ja, und dadurch hast du jetzt irgendwie auf einmal wieder sehr viel Power verspielt. Ich meine, dein aktuell gefeedetster Mate ist ja, Krypmer zündet hier die Ultimate. Wir kriegen hier keine Pause. Irgendwas zu analysieren ist aber schon low, wird hier abgeholt. Auf der anderen Seite ist das ja aber ein Kill für den AP-Rakan. Kann man jetzt da noch irgendwas holen? Ja, das wird schwierig werden. Der reicht der Damage nicht, beziehungsweise der fehlt der Damage halt einfach auch. Richtlinmann steht jetzt drin. Es wird munter drauf eingeprügelt. Der wird da auch nicht mehr rauskommen. Der nächste Double-Kill hier für die Ori. Aber man hat at least den Herald bekommen und einen Kill. Herald bekommen. Ja. Den Herald bekommen, einen Kill für 3 getradet. Nennen wir es mal Fast Worth. Ich glaube, Botlane war sehr unlucky. Der Trade, du hast angesprochen. Ja. Es sind teilweise Kleinigkeiten. Es ist aber jetzt langsam kommt zu der Range. 3000 Gold Lead fast, der erste Drake. Scaling, Teamfight, eigentlich alles spricht für die Lemminge. In der AP Damage. Das habe ich vorher schon mal gesagt, von daher wer weiß, vielleicht kommt irgendwo wieder das nächste Random Play, das das Ganze wieder zurückbringt. Und du hast halt Tons of TC, ne? Also das muss man ja auch nicht außer Acht lassen. Wenn du am Ende irgendwie den Damage hast, dann das Ganze auch zu exekuten. Weil da, finde ich, hapert es zurzeit noch so ein bisschen dran. Du hast den CC, du bringst ihn gut durch, spielst eigentlich an sich das gut aus, aber du hast einfach keinen Schaden, der darauf followen kann. Vielleicht ändert sich das Ganze noch so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, wo der Schaden irgendwann herkommen soll. Ja, Ultimate wieder gezogen von Hamann und der nächste Kill hier für Nagisakun. Mal, Alexis Frontline jetzt noch mit dem Hook raus. Ich nehme auch eine Bedouille. Hat auch noch so einen Jump zur Verfügung. Ja, Jumpman will noch hinterher gehen. Geht noch mit der Ultimate drauf und das sollte der nächste Kill sein. Man lässt ihn sogar hier noch für die Ori.
Sehr, sehr gut da auch wieder gespielt. Also sie beantworten ja jeden Play sehr, sehr stark. Die Lemminge somit verdient in Führung, also. Ich muss mal ganz kurz sagen, ich finde das alte Bild von der Ori großartig. Du hast Ninja-Tabis, du hast Armor, du hast Armor, du hast Armor gekauft. Das ist das passivste Ja, Eisen, und jetzt noch mit oder All-In. Eisen. Chunky mit der Double Ultimate. Exhaust ist ebenfalls drauf. Und das sollte doch hier eine Double Kill werden. Stun kommt durch. Jetzt das hier wird gezogen. Du hast nichts mehr. Und ADC's Frontline muss nach hinten rausflashen. Nado sitzt nicht. Hook sitzt nicht. Und der nächste Play, der leider, ja, im Sande verläuft. Es fehlt dir leider an Damage. Nach wie vor. Es ist Ah, wirklich jetzt krass. Valengin, aber schöne Fläche von Hamann. Und jetzt muss man wahrscheinlich sogar noch aufpassen. Auch Jarvan ist mit von der Partie. Will ja nochmal reinturnen. Damage hast du noch nicht ganz so viel. Das Schweinchen mittlerweile auch ein bisschen tanky, aber wahrscheinlich noch nicht tanky genug, denn du hast das Item, du hast den Goldrinker. Und auch Mauxin ist jetzt hier mit auf dem Weg. Tippet aber wieder Toplane. Das ist der nächste Kill. Du hast jetzt einen 6-0 Uri mittlerweile. Also ja, das ist ein, ich sag mal so, ein Solo-Queue würde ich hier ganz schnell FF15 drücken. Da würde ich mich anschließen. Ich meine, wie gesagt, du hast nichts mehr, was dir dieses Game eigentlich noch, wenn der Gegner nicht einen krassen Fehler macht, gewinnen kann. Dein Olaf ist 10 CS behind, spielt gegen eine Ja, kommt der Route noch 3-1-3-Jax. durch auf Valengin, ist zumindest gestunt, jumpt aber nach hinten raus. Ja. Ja, die Ori ist fett. Dein best in Game stehender Dude ist Nautilus. Der ist Support. Und dein Yasuo, dem geht's auch nicht mehr so gut. Und deine Sejuani, was soll man sagen? Die ist jetzt fast 2000 Gold behind. Sie hat ja noch den Herald. Vielleicht kann man damit noch ein bisschen Gold rausholen. Allerdings wird Ich man eigentlich glaube, nicht man mehr muss erst mal bekommen. aufpassen. Krypma wird da Toplane einfach gedived. Aber schöne Ultimate von Richel, der zur Stelle ist und sich den Jax snackt. Ich muss sagen, da hätte ich mir gewünscht, dass Richel einfach noch einen Ticken früher das. Es war abzusehen, dass da ein Dive kommen wird auf Seiten von Jax. Ich glaube, da hätte man den Tod von Krippen verhindern können. Sobald er nach vorne jumpt, einfach direkt eine Ultimate rein. Einfach da die Hast du ihn, Ult rein. Jetzt wirst du Toplane relativ viel vom Turret bekommen mit dem Herald. Die Orianna move tatsächlich da auch hin. ja. Jetzt muss Richelin manchmal wieder aufpassen. Auf der anderen Seite muss man jetzt Botlane aufpassen. Ja, wieder schöne Ultimate-Combo. Tower Shot ist auch mit dabei. Midai Soon ist hier down. Chonky mit dem ersten Kill. Valengin wird hier nochmal geslowt. Schöner Knock-up hier nochmal vom Jarvan. Aber auch der wird fallen. Double Kill hier für Chonky. Vielleicht wird sie ja so Show. Hopefully. Unglaublich schöner Hook von ADC's Frontline, der die CC-Chain auf den Ezreal beginnt, der zwei Twitch-Shots befängt und dadurch fehlt mal nicht dieses, ey, wir haben kein Damage-Problem, sondern damit hast du, weil den Damage, den Ezreal mitzunehmen, war ein Shutdown, du bekommst zusätzlich noch den Jarvan. Und den Solltest Tower. jetzt eigentlich auch in der Lage sein, eine Tür zu bekommen. Die Das Frage ist ist, First bekommt die Tower. Ori Mitte zuerst? Das sieht sehr, sehr knapp aus, Ja, aber First geht in Tower. Favor von den Sport aus. Und Ja, jetzt auch und die jetzt auch die Orianna. Ori, die ist jetzt ziemlich in der Bedouille, muss sie die Ultimate zünden. Ich niemand hat leider kein Ultimate. Schöner Flash hier und da kommt der Stun nochmal durch. Shutdown für Valengin. Und auf einmal sind sie wieder da. Die geben sich hier definitiv nicht auf. Zwei dicke Shutdowns plus First Turret, die man hier bekommen hat. So krass, innerhalb von 2 Minuten ist der Goldlied von 5k auf 1k geschrumpft. Ja? Einfach weil du First Turret bekommen hast, weil du fettes Bounty von Orianna bekommen hast. Auch, ja, Kill auf Ezreal, auch da war ein Shutdown drauf. Ich weiß nicht. Also jetzt wird die Orianna mir ein bisschen zu interessant vom Itembild. Liantis kann ich nachvollziehen. Ich glaube auch Sonyas ist der richtige Weg. Ich weiß aber nicht, ob Frozen Heart beziehungsweise in die Richtung der Weg ist. Ich glaube, Oder das das können andere besser bauen. Also. Ich glaube auch, dass hier, ja, ein bisschen zu viel vielleicht Also. in die Defense investiert wird, vor allen Dingen von bei einem 6-1 Standing oder 6-0 Ja, Standing. bau einfach Ich glaube, wenn du. AP-Item. Also, Sonja Second Fine auf jeden Fall. Aber wird jetzt irgendwas passieren, als die Frontline? Schöne Nado hier gedodged, aber man ist einfach zu fett auf dem Jax. Damit die Der beiden Sonja Nado. schon fertig ist. Ja, der Nado, Mann, der Helikopter, die E von ihm halt. Ja. Ultimate wird hier gezogen von Hamann. Schöner Hook von ADC's Frontline. Und damit der nächste Kill hier für Valengin. Und auf einmal wird es hier interessant, weil Chonky ist auch oben auf der Top-Lane. Der Braum wird hier fallen. Nächster Kill für Chonky. Währenddessen ist der Jax im Duell mit Valengin. Und der nächste Kill, Double Kill für Chonky. Der
Ja, Su ist komplett online und auch der Valengin mit seinem nächsten Kill. Rakan geht hier auch komplett auf. Mittlerweile hast du den Damage und du hast sogar fast einen Goldlead. Du bist nur noch 100 Gold behind. Komplette Fiesta. Es ist eine absolute Fiesta. Ich komme also, nicht klar. Es macht unfassbar viel Spaß, dem Ganzen zuzuschauen. Bin auch sehr froh, dass wir dieses Game on Stream haben. Ich glaube, ja. Es ist einfach nur. Es ist sehr unterhaltsam. Du solltest und, jetzt den Vorsicht, auf Top 10 bekommen. Wir haben ein Goldlied für Würfel. Für die Würfel, Junge. Ich glaube, dieser Double Kill Botlane für Chonky könnte jetzt dazu geführt haben, dass er jetzt tatsächlich ins Snowballen kommen kann. Er hat jetzt oben wieder Kills bekommen. Sie waren einen Ticken früher da als die Enemy Botlane, konnten dadurch wieder besser reinrotieren. Und es ist egal, ob das Richel und Krypma so behind sind. Sie sind einfach unfassbar, ja, tanky. Sie können Zeit kaufen für die anderen. Valengin macht überraschend viel Damage für mich. Ja. Und für mich rächt sich aber gerade auch das sehr defensive Itembild der Orianna, die einfach nicht den Damage mitbringt, den sie gerade bräuchte. Die bringt absolut gar keinen Damage aber mit halt eigentlich. Als Tank irgendwie auch kein Value hat, weil Ori ist kein Tank. Ja. Von daher irgendwie, ja, gerade eine weirde Situation. Ezreal braucht einfach noch. Es will kein Champion oder kein relevanter Champion zu diesem Zeitpunkt im Game. Mit dem nächsten Item, spätestens auf 3 Items, ändert sich das massiv, aber aktuell noch kein Champion. Und Chonky ist jetzt gerade auf einem Mega-Point. Ja, und hier ein sehr schöner Knockout into Ultimate. Da kommt die Ori-Ult. Der Damage reicht nicht wirklich aus. Der nächste Kill für Valengin. Jetzt kommt ja der TP von Jax durch und der haut sie alle um. Die nächsten Kills fallen hier. ADCs Frontline wird da auch nicht mehr rauskommen. Krypner versucht hier nochmal irgendwie Hammern abzuholen. Kriegt jetzt zumindest ihn nochmal. Ultimate läuft aus und da fällt es auch da jetzt. Sah erst so gut aus, dass du es wirklich spielen kannst. Der Damage von Ori nicht wirklich vorhanden gewesen. Dann kriegst du die Kills, aber dieser Jax-TP into E war wirklich komplett klatsch. Erstens das und zweitens, du hast viel zu viel in den Jarvan investiert, das nicht so wichtig ist, der mit dem Godrinker sich super viel healen konnte. Dadurch konnte die Orianna reinklatschen, der Jax-TP mit der E super, super crucial. Und du hast quasi permanent in Unterzahl gefightet in dieser Situation. Ah, Richel scheint das Ziel. 3 gegen 4 gefightet, Richel war den gesamten Fight nicht da. Krypma kommt dann auch alleine in 3 rein. Oder in 4, wenn man den Kill mit reinrechnet. Ja, von daher insgesamt. Schaut man nochmal, aber man kommt raus. Von daher leider schlechter Fight bisher. Oder in den letzten Minuten gab es sehr viele Fights, wo Innsport eben in Überzahl war, die Fights nehmen konnte. Jetzt warst du in Unterzahl, hast den Fight trotzdem genommen. Vielleicht auch ein bisschen overhyped, overconfident nach den letzten guten Aktionen und wurdest sofort wieder bestraft. Ja. Mein Soul könnte schlimmer sein als eine Cloud Soul, sind wir ehrlich. Das stimmt wohl. Wobei natürlich eine Cloud Soul 4 für Würfel sehr, sehr geil wäre eigentlich, ne? Natürlich also, wäre die geil, aber also, wenn dieses Game zu einer Cloud Soul von Würfel noch kommt, dann hat Würfel ganz andere Probleme. Als dass sie sich freuen sollten, dass sie die Cloud Soul haben. Stimmt wohl. Weil dann ist der Jax auf 6 Items, der jetzt, by the way, sein Zodias hat. Du hast Randuins First auf Braum, der hat, glaube ich, sein. Ja, der hat keinen Mythic gebaut, der hat einfach Randuins gebaut. Es ist so eine Fiesta. Also, du siehst ja wirklich sehr viele spannende Dinge. Auf dem Weg zu Xerath, I guess. Der Jarvan ja, wird ein hart als zweites bauen. Ich bin gespannt, ob der Jax überhaupt noch weiter Damage baut oder ob er sagt, ey, ich habe genug Damage mit diesen 2 Items. Ich baue ab jetzt Full Armor. Es sind auf jeden Fall viele wilde und ich nenne es mal nicht typische Item-Builds dabei. Interessant. Wir nennen sie interessant. Interessant. Ja, nennen wir sie interessant. Botlane wird jetzt der nächste Turm fallen. Ja. Mittlerweile mit dem Turret wahrscheinlich 3000 Gold Lead oder knapp 3000 Gold Lead. Für die Lemminge. Bin auch gespannt, ob man den zweiten Herald Charge verhindern kann oder nicht auf Seiten von Krypma. Ich gehe eher nicht davon aus. Der holt jetzt hier auf den Braum. Ich weiß noch nicht, ob Braum das Target ist, was du unbedingt hooken möchtest. Damage ist hier gut auf ACS Frontline. Musst du die Ultimate ziehen. Schöne Ultimate hier auch von Valengin. Der versucht hier nochmal irgendwie Schaden zu machen. Richel Liemann kann hier den Braum abholen und jetzt ist der Jax hier so ein bisschen in der Backline. Valengin kommt nicht mehr rausgejumpt und der Jax, der prügelt jetzt einfach munter auf den Autos ein. Richel Liemann wird hier nochmal für Hamann gehen und ist irgendwie so ein wildes, ich gehe für den, du gehst für den und irgendwie doch für den und auch Richel Liemann fällt hier. Also, ja. 3 für 2. Und Chonky dann währenddessen den Red Buff.
Eine 3-4-2-Situation für die Lemminge. Man sieht, wie schnell man gerade diesen Ezreal und grundsätzlich die Squishies bursten kann auf Seiten von Würfel. Man sieht aber auch, je länger der Fight geht, desto weniger hast du. Du hast diesen explosiven Damage. Ich war auch crazy überrascht davon, wie viel Damage Valengin dieser Orianna gemacht hat. Ja. Klar, die hat auch nur Armor gebaut. Wird jetzt als ein drittes wahrscheinlich des Sonias vollenden, nach dem Seraph ist damit sehr defensiv. Ich glaube aber spätestens ab dem Sonias wird es wirklich sehr, sehr schwer. Ja. Der Jarve deckt sich Armor, Armor, Armor. Ich brauche noch mehr Armor. Ja. Ist auch verdammt. Damit fährt er nicht so schlecht. Das stimmt voll. Guck mal, wird ein Non-Factor bleiben in diesem Game. Der ist auf 1,5 Items. Ja. Anstatt Items kriegen fast 3 Items. Also das ist, auf Seite nicht so spaßig. Und wenn das jetzt Nagisakun mit dem nächsten Engage hier, die Braumstacks kommen drauf, alles dieses Frontend fällt, Hammer mit dem nächsten Kill. Jetzt kann man vielleicht auch so langsam schon mal Richtung Nashor looken. Ich glaube auch, dass jetzt einfach jegliche Fenster für Würfel sich sehr bald schließen werden. Ja. Der Jax auf 3 Items, die Uri auf 3 Items, der Ezreal ist auf, oder sobald die das erreichen, der Ezreal ist auf dem Weg zum dritten Item, sobald er das hat, ist der auch deutlich relevanter. Er ist jetzt aber schon relevanter als vor 5 Minuten noch. Und zwar massiv relevanter. Und die Komfortwürfel ist bald outscaled. Klar, du hast irgendwie immer noch diesen Klatsch-Yasuo 5-Mann- oder 3-4-Mann-Ult-Moment, den du haben kannst. Dann sei das aber auch bald zwei Sonjas, ne? Also. Aber richtig, du hast... Ja, nächster Engage hier von Jarvan, man geht hier drauf, schöner Kataklysmus und sehr starke E hier von Mauxin. Der erste Kill, schöne Shockwave hier. Richie Liemann wird hier auch noch fallen, Mauxin on a hunt, wird ihn mit abnehmen. Ja, das ist der nächste Kill und somit Trade is 3-0, sehr starke Engage von Jarvan, dem ich das ganze Game auch schon sehr gut gefällt. Sehr starkes Playmaking, auch der Jax ist wieder mit dabei, versauert nicht irgendwo auf Sideland, kommt zu seinem Team dazu, schafft damit die Überzahl und somit Seite jetzt der Nash hier für die Lemmy. Starker Engage, auf der anderen Seite auch ein bisschen fahrlässig. Du bist 3 gegen 5, dein Nautilus war in der Base, dein Olaf war auch noch nicht da und du gehst Steps so weit vor, wo du nicht weißt, wo die Gegner sind. Du verlierst jetzt 2 Mitte-Turts zusätzlich neben dem Nash, neben dem Fight. Jetzt ist der Goldlieb bei 7000 plus 3 Drakes, plus die Seele, plus der bessere Draft, plus das bessere Scaling. Ja. Und kleiner Fun Fact: Die Orianna hat als drittes Frozen Heart gebaut. Ja, kann man mal machen. Und nicht das Sonias. Ich meine, sie hat die Stopwatch. Fairerweise, Sonias bietet ihr aktuell nicht so den mega vielen Vorteil. Ja. Sie hat die Stopwatch. Mal gezogen. Ja, da kommt der Kataklysmus. Da kommst du ohne Flash nicht mehr raus. Dessen versucht man jetzt hier auf Biegen und Brechen irgendwie die Soul zu verhindern, aber das wird wahrscheinlich das Game bedeuten. Wobei, schöner Engage von Valengin, aber da ist die Stopwatch, man kriegt aber zumindest den Shutdown durch. Kann man da irgendwie noch disengage? Nein, das ist der nächste Kill hier. Mauxin mit dem Double Kill, Tibit jetzt hier in die Base und das sollte das Game gewesen sein. Somit das 1-0 hier für die Lemminge. Und würde ich auch mal ausgehen, dass das Game 1 war. Der erste Tower fällt. Letztendlich, glaube ich, haben wir sogar, ich nenne es mal, die Stärken dieses Drafts gesehen. Ich glaube, zwischenzeitlich hat Würfel einen sehr, sehr guten Fight abgegeben oder sich geliefert. Aber im Early Game lief zu viel schief. Du hast diesen Olaf überhaupt nicht ins Game bekommen, machen wir uns nichts vor. Der war nicht relevant in diesem Game. Du hast dann zu viele Free Kills in die Orianna gegeben. Und dann ist das Game einfach, ja, unplayable. Für Würfel, ich glaube auch der Draft ist grundsätzlich ab irgendeinem State kompletter Playable, aber unabhängig vom Draft, einfach diese Early Top Win Condition ist nicht aufgegangen. Ich glaube, da muss man back ans Drawing Board, wobei das sowieso kommen wird, weil ich mal davon ausgehe, dass sie jetzt fürs nächste Game wieder anders spielen werden. Aber hey, Valengin hat 5000 mehr Damage gemacht als der Oda. Also, ja, ich finde. Also. Der Rakan hat mich tatsächlich einer positiv überrascht. Ja, aber ich sag mal so, es war halt trotzdem irgendwie zeitweise nicht ganz, was ich auch sehr, sehr smart fand. Also, was man wirklich auch den Lemmingen, denke ich mal, hoch an, also beziehungsweise positiv anrechnen muss, dass der Jarvan da hochgepufft ist, mit nach dem Dreikamp-Clear direkt den Top-Gang angebracht hat, danach das Ganze nochmal den Return-Gang angebracht hat.
war zweimal oben direkt nacheinander, was dann ja dem Urlaub eine sehr, sehr harte Zeit da geschaffen hat. War Das das fand ich diesen auch kleinen großartig. Comeback-Moment, aber ich sag mal so, das ist halt irgendwie Das nicht eine. reicht nicht. Es reicht nicht. So, du Du bräuchtest musst mit theoretisch diesem schon Job. 4.000, 5.000 Gold erhitzt sein irgendwo. Richtig. Du musst früher head kommen. Weißt du, was ich aber großartig finde? Die Orianna hat weniger Damage als der Ezreal gemacht, weil sie so defensiv gebaut hat, obwohl sie 11-4, 11-4-13 steht. Das ist wirklich großartig. Alle Skillseeds, alle 4000 Skillseeds. Gold mehr als der Ezreal fast. Aber weniger Damage. Lieben wir. Ja, Rakan mit 14.000 Damage in Anführungszeichen positiv überraschend. Aber das war es nicht. Ich glaube tatsächlich auch, dass es mehr oder weniger der Draft war, der das Game verloren hat. Der Draft war ab irgendeinem Moment obviously nicht mehr so, dass du sagen kannst, damit können wir noch gewinnen. Aber ich glaube, dieses smarte Top-Lane-Play von der Gegenseite, die genau wussten, dieser Olaf hat genau zwei Momente gegen den Jax. Nämlich im Early, oder hat im Early Game Momente. Wenn er die nicht bekommt, ist er aber halt auch doomed. Ja. Von daher. Ja, Ein ich bisschen würde es höher. mal abhaken unter Warm-up-Game. Ja. Und dann jetzt Ja. bitte Sirius rein da. Ja, ich frage mich auch, ob das Absicht war, um die Gegner einfach so ein bisschen zu dismanteln, um dann ab jetzt in Anführungszeichen mehr Tryhard. Ich meine, ich glaube, man kann den Jungs nicht vorwerfen, nicht getryhardet zu Nein, haben. nein, das Sie auf jeden Fall sind, nicht. Also sie sie haben haben sich schon Mühe Sirius gespielt gegeben, mit sie dem haben Draft, den sie hatten. gespielt. Aber die Gegner waren smart. Ich glaube, Top Lane war wirklich smart vom Gegner gewählt. Einfach gute Plays gefunden. Und dann hast du natürlich auch, ja. Der Draft, der natürlich jetzt nicht der Mega-Tryhard-Draft war. Da glaube ich, brauchen wir uns auch nichts vormachen. War experimentell, um es mal so zu sagen. Ja. Also klar, es ist sehr, sehr cheesy. Es kann theoretisch funktionieren. Wir haben es gesehen, wie er theoretisch funktionieren hätte sollen. Aber ja, also auf der anderen Seite hast du halt einfach einen sehr decent Draft gehabt. Und was man auch gesehen hat, es sind nicht irgendwelche Emerald, Platin, Lobops quasi, also Würfel-Lobops, wo halt sie einfach out ist, quasi. Sondern die spielen da auch schon auf einem decent Niveau mit. Wissen, was quasi abgeht im Game. Daher, ja, würde ich mir auch wünschen, dass man zumindest in der Konstellation, die du dann hast, sich einen soliden Draft zusammenbaut. Wenn man dann nochmal auf jeden Fall ein Game auf Augenhöhe sieht. Ich denke, grundsätzlich, wenn das Top-Lane-Thema, Incident, wie auch immer du es beschreiben willst, nicht auftritt auf Level 3, 4, Könnte es interessant werden, ja. könnte es tatsächlich interessanter werden. Ich hoffe, dass Krypma jetzt einfach mal reinhüpft, dass ich in den Schauen Spectator hüpfen könnte. wir mal. Ja, sieht so aus. Oder irgendwer ist irgendwo reingehüpft. Ich kann auf jeden Fall in den So, die Spectator. Frage ist, ob das jetzt schon so sortiert ist, weil dann haben wir den Richelieu noch auf AD Carry und das macht mir Sorgen. Das Ding ist, dann hätten wir den Richelieu Mann auf AD Carry. Wir Aber hätten Chonky auf Top Lane. Das ist ja, grundsätzlich, glaube ich, eine wilde Sache. Und wir hätten vor allem Nick auf seiner Main Position. ja, also alles hier ist Frontline auf Jungle, da das reicht. So, dann spielt, was ihr wollt, der Aber macht das alleine. ich meine, ich bin jetzt mal so weit. Wir werden es erst sehen, wenn wir im Loading Screen sehen. Letztes Game waren sie auch anders sortiert. Letztes Game sind wilde Dinge passiert. Gab ein letztes Von Game. Also ich daher. bin jetzt gerade tatsächlich in Game 1. Ach Also. so, true. Ja, Game 1 von Eben gerade haben 2. wir Best of Warm-up-Game, Two. also. Ist Best of Two, aber Ja. wir bekommen nur mit dem 2-0 weiter in dem Best of Two. Genau. 1-1 ist schlecht für uns, sehe ich auch so. Nee, also, was soll man sagen? Besserer Draft, Quäntchen mehr Vorsicht. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen der einzige Punkt, den ich den Jungs in-game vorwerfen würde, ist an manchen Plays, ich weiß nicht, ob es Int, Arroganz oder einfach alte Leute sind, zu lange gewartet und zu unvorsichtig gespielt. Es ist ganz oft jemand gestorben mit Flash-Up, weil Also, er dachte, ey, ich habe eh einen Dash, beispielsweise Richel ja, früh im das ist auch Game, der Play, den wir da so ein bisschen angemeldet ist. beispielsweise Valengin, der sein Flash-Up hat, versucht mit dem W über die Wand zu gehen, dann im W gecancelt wird und dann nicht mehr flashen kann, weil er zu lange wartet, weil er vielleicht diesen Bait-Moment auch rausholen will. All diese Punkte, ja, sind natürlich da.
Aber macht's, ja. Mal schauen, ich bin gespannt, was wir jetzt für einen neuen Draft sehen. Inspawn wieder auf der Red Side. Das heißt, ich rechne wieder damit, dass es schon käsig wird. Die Frage ist, wie käsig wird's? Ja. Bin sehr, sehr gespannt. Und hoffe einfach, dass diese Rollen oder dass die neue Rollenverteilung für die Jungs auch besser ist, die neue ausgewürfelte. Dass wir jetzt einen Win sehen von Innsport, damit wir dann in Game 3 kommen, auch wenn ich dir ursprünglich was anderes gesagt habe, aber jetzt gehen wir für den Win hier, oder? Also, ist ja klar. Klar. Also ich denke auch mal, Na dass klar. die Jungs nicht freiwillig Slower Bracket gehen wollen. Und gewinnen ist ja meistens schöner als verlieren. Ja, Was? Wirklich? ja Crazy. tatsächlich schon, tatsächlich schon. Jonas? Schon mal Ja. überlegt, Philosoph zu Ich werden? habe tatsächlich schon ein Buch geschrieben. Okay. Bald erhältlich. Kriegt den Titel Jonas. Gewinnen ist besser als verlieren. Nee, nee. Jonas auf dem Weg von Pisslow zu noch mehr Pisslow. Wow. Oder Okay. so. Das ist jetzt krass. Ist reportable. Das Mods, bitte ist bann. okay. Bitte bann mal Co-Caster. Ja. So, kriegst eine Auszeit, du bist gemutet. Okay. Damit kann ich leben. So, wir sehen hier Jax-Bann. Überrascht mich nicht. Ist ein sehr, sehr guter Top-Lane-Pick. Passt grundsätzlich auch in den Playstyle rein, den, ja, Maroxine hier präferiert. Javan-Bann, man möchte auch da nicht nochmal das gleiche haben. Würde mich jetzt wundern, wenn sie die Fiora open lassen. Oder das wäre jetzt aus meiner Sicht der nächste logische Bann. Die auch noch rauszunehmen. Dann hast du diese Crazy Split Pusher besides Trundle rausgenommen. Natürlich kannst du mit Camille Gwen immer noch in den Split Push gehen, so. Aber ich glaube, Jax hat relativ wenig Counter. Und Fiora solltest du rausnehmen, wenn du weißt, der Gegner präferiert das, aber du bannst Meta. Auf jeden Fall fein. Und auch dieses Uri-Javan-Ding, was wir auch schon angesprochen hatten vorher, ist halt auch sehr, sehr gerne gespielt von Jungle und Mitte. Hat man gerade auch gesehen, dass sie da auf jeden Fall sich comfy drauf gefühlt haben. Ich bin so gar kein Fan von diesem First Pick. Sag ich dir ganz ehrlich. Ja. Ezreal First Pick. Echt so. Ich weiß nicht. Also, ich bin grundsätzlich einfach kein Ezreal-Fan. Ja, der Ezreal hatte im letzten Game den meisten Schaden. Aber wo war der Ezreal? Der Ezreal war online, als das Game zu Ende war. Das Ding ist, also Xayah wird offen gewesen. Es ist der Most Played vom AD Carry. Und mit dem bist du ab Level 6 an sich auch safe. Und vorher an sich auch, weil du bringst dann Root mit, hast ein bisschen Self-Peel und so weiter. Kannst halt null Plays auf Botlane machen. So, pick halt die Xayah first und wir sehen jetzt die Soraka Viego. Also, das gefällt mir schon mal besser. Das gefällt mir auch schon mal besser. Jetzt bin ich sehr gespannt. In irgendeiner Welt ist es halt keine Soraka Support. Das ist die Und ich Soraka hoffe Toplane. jetzt wirklich, dass es ADC ist Frontline auf Viego Soraka ist. Das im Jungle. würde ich sehr, sehr gerne sehen. Trundle, Flexpick, sehr, sehr wahrscheinlich, aber dieser Ja. Toplane-Hullbreaker. Ja, hab keinen Spaß, Gegner-Pick ist. Ich weiß nicht, warum sowas legal ist, Riot. Ich finde das Ich schon bin in sehr Ordnung. traurig, Also ich dass spiele sowas auch legal gerne ist. Trundle Jungle und es ist einfach auch eine Option, wenn dein Team kacke ist, einfach zu splitpushen. Ja, aber es macht einfach keinen Spaß als Gegner. Nö, es macht Und absolut keinen Spaß, weil du dich als permanent dahin abstellen Toplaner, musst. als Toplaner, ja, was willst du denn machen? Du hast jemanden, der guten Waveclear hat, der dich gerade auf den Early Leveln immer 1v1 kann. Und du gehst einmal Base und dein Turret ist weg. Ja. Du gehst nach Minute 20 einmal Base und deine nächsten zwei Turrets sind weg. Ja, und dann gehst du zum Teamfight und deine Base ist weg. Ich sag dir schon mal, wie es ist. Der Draft fällt mir jetzt schon besser von Würfel. Du hast eine Soraka, die dich hielt. Ja. Du hast einen Viego und du hast vor allem einen Mage. Du hast einen Mage und er heißt Zoe und Zoe ist illegal, weil Zoe dich einfach one-shottet. Ich weiß halt nicht, wie gut Zoe tatsächlich gegen Azir funktioniert. Ich bin auch sehr gespannt, was der Toplane-Counterpick into I Trundle ist. guess Azir, der Strahl. Also, wenn Azir All-In will, der Strahlen kriegt eine Bubble ab, sleeps. Aber Ja. bis dahin hast du deine Combo auch schon wieder draußen. Also, ja, schwierig. Richtig. Also, ich glaube, es funktioniert auf der Lane decent. Wovor ich gerade Sorgen habe, ist, jetzt pickt wieder einen Braum dazu auf Seiten von den Lemmingen. Und irgendein Jungler, Maokai, irgend so einen, ich nenne es mal, klassischen Dog-Jungler. Ja. Und wer soll dir dann 1-3-1 spielen? Viego ist nicht so mobil, dass er deine Sidelanes carryen kann. Zoe wird auf der Sideline von Azir ab einem Zeitpunkt vermöbelt und der Trundle ist Trundle auf Sideline.
Wer soll ein 1-3-1 verhindern? Also in keiner Welt kannst du das ernsthaft verhindern. Aber man nimmt jetzt lieber die Talia raus. Ja, ich denke, man möchte jetzt einfach noch Jungle-Optionen rausnehmen. Auch Syndra 6 für mich nah, wobei Syndra tatsächlich für mich nicht nachvollziehbar. Wenn Zoe schon gepickt wurde, ich meine, klar, es ist möglich, dass die Zoe auf die Botlane geht, aber eher. Ja, man sich findest du Braum halt auch, also Soraka, du Braum ist ein feines Matchup. Ja. Right. Aber trotzdem natürlich für die Com-Wise wäre natürlich Braum. Ja. Sehr, sehr angenehm. Maokai und du bist sehr entspannt. Ja. Auf dein 1-3-1. So, jetzt haben wir wieder Double Support. Jetzt haben wir nämlich Soraka Pyke. Ja. Ja. In irgendeiner Welt ist das einfach eine Soraka Toplane. Wenn das eine Soraka Toplane gegen Trundle ist, dann wünsche ich Soraka dir sehr viel Spaß. Ja. Dann ist dieses Game in einem Draft verloren. Ein Cho'Gath. Kann theoretisch Jungle sein, wird aber wahrscheinlich richtig top. Dann wird's ein Trundle Jungle? Boah, weiß ich nicht. Also, vor allen Dingen, wenn ich an den Playstyle des Topländers denke, was er so bisher in der Prime League gepickt hat, dann hätte ich mir den Trundle einfach im Jungle, auf Top-Lane. Auf Top-Lane, ja. Und Cho'Gath Jungle wäre einfach nicht der Pick, den ich fühlen würde. Cho'Gath Support auch nicht. Zoe Support, Pyke Mitte. Raka Top-Lane, Ego AD Carry. Jetzt braucht ihr noch einen Jungler. Fiona, ich weiß, also ich muss sagen, ich bin von meinen Drops jetzt schon gar kein Fan. Ja gut, ich sag mal so, die Lemminge dürfen auch jetzt, oder? So. Ja, natürlich dürfen die, aber ich glaube auch die wollen weiterkommen. Und wenn du natürlich ein Game flippst. Wir haben den AD Carry. Wir haben den AD Carry, wir haben den Mage und wir haben den Jungler. Über den Rest sprechen wir nicht. Es ist ein Varus Toplane und eine Pyke Soraka Botlane. Ich glaube auch, dass es dieser Radiant Virtue Toplane Varus ist. Der ist insane. Der funktioniert übrigens der auch als AD Carry. Der wird den Cho'Gath auch komplett vermögen. Der nimmt den komplett hops, ja. Ich habe vorhin mit einem Premade gespielt. Der hat das Ding auf AD Carry gespielt, weil er eine Zenna Support hatte. Und es funktioniert auch auf AD Carry sehr gut. Also du rennst die gegnerische Botlane komplett runter. Du machst hilarious viel Damage, bist aber gleichzeitig irgendwie gefühlt ein Fulltank. Also ich bin großer Fan davon, diesen Varus auf Toplane als Antwort zu haben. Ja. Und wenn ich mir das Ganze jetzt anschaue, dann sage ich dir ganz ehrlich, ich sehe niemanden, der an diesen Varus rankommt. Ich sehe niemanden. Trundle im Jungle, und versteht mich nicht falsch, den Champion kann man im Jungle spielen. Das ist ein klassischer oder ist ein bekannter Jungler. Aber ich bin überhaupt kein Fan von Trundle Jungle. Ich habe mit dem 200 AP gemacht. Jungle einfach nicht gut. Dieser Champion ist, er läuft stumpf auf dich drauf. Und er funktioniert gut gegen Tanks. Ja, welchen Tank denn? Nicht nur. Also als Trundle-Konnoisseur muss ich da wieder Worte einlegen. Also es funktioniert vor allen Dingen auch gegen Champions gut, die nicht rein wollen. Also drück auf den Vego Ultimate, der ist gone. So, also, ich verstehe, was du meinst, ja. Aber der Vego ist hier nicht interessant. Ich sag dir, wie die Falls ablaufen. Zoe Varus Stun into Pyke Ultimate into Vego Reset. Richtig. Und das ist das, wie der Gameplan von Würfel ausschaut. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest hier eine Trundle Toplane und einen anderen Jungler. Wie geil wäre dieser Draft für die Lemminge? Jetzt gibst du deinem, in meinen Augen, stärksten Spieler aus dem letzten Game, Cho'Gath Toplane, der gegen einen Varus absolut zaffern wird. Yep. Absolut. Dann hast du Viego gegen Trundle. Wenn es wirklich ADCs Frontline auf Viego ist, der ist crazy auf dem Champion. Ja. Das ist einer seiner Most Signature Picks. Zoe gegen Azir, ja, der Azir wird irgendwann noch scalen. Weiß ich gar nicht mal so. Zoe one-shottet halt irgendwann, ne? Ja, Zoe one-shottet, wenn sie ahead ist. Aber ab irgendeinem Zeitpunkt ist es egal, ob die Zoe one-shottet, weil der Azir davor one-shottet. Okay. Ja, okay, so fair point. Und halt mehr als ein Target one-shottet. Ja. Das stimmt. Oder schnell shottet. Ezreal auch kein Fan, und was ich überhaupt nicht verstehe, ist Ezreal Leona zu pairen. Das macht für mich null Sinn. Ja, relativ wenig erstmal. Ein Champion, der im Early Game nicht wirklich Fighting Power hat, mit, ich nenne es mal, dem All-In-suchenden Support schlechthin zu kombinieren, weird. Ja. Zusätzlich hast du
eine Zoe, die dashy ist, eine Soraka, die einen Silence hat, einen Pike, der dashy ist. Viego kann Viego, dashen. okay, Viego kannst du relativ gut lockdown und auch den Varus kannst du relativ gut lockdown. Der Varus wird wahrscheinlich Ghost mitnehmen. Von daher, jo. Der Value von Leona ist hier sehr gering und du hast null Runde Teamfight. Also, deine Comp ist irgendwie alles und nichts. Du hast ein bisschen Poke mit Azyl, du hast ein bisschen All-In mit Leona, du hast ein bisschen stumpfes Trumpf drauflaufen, Peelen mit Trundle Chogat und du hast irgendwie Scaling, also Azi ist in meinen Augen ein sehr, sehr guter Allround-Champion, der kann einfach alles gefühlt. Absoluter König der Midlane, aber ich finde Draft nicht rund. Auf der anderen Seite hast du es halt wieder, dieses, es ist quasi abgestimmt, also es, was man dir eben gerade auch sagen muss, es war ja quasi abgestimmt auf den Yasuo, einfach, ne? Ja. So, der komplette Draft war einfach, hat eigentlich nur danach geschrien, okay, Yasuo, mach hier Action. Wir haben Tons oder of Knock-Up oder Action Olaf. So. In irgendeiner Welt. Und jetzt hast du halt, wir spielen für diesen Reset. Wir spielen komplett für diesen Viego. So, und du hast da dann ja, die aber Möglichkeit, du hast mehr Potenzial als das. Du kannst mit der Zoe für den One-Shot, für den Poke gehen. Du kannst den Varus spielen lassen, sag ich mal. Ja. Und du hast trotzdem noch einen Heal. Diese Soraka kann für Viego Varus so viel Zeit kaufen. Du kannst die Karte mit Viego Pike. Das ist so ein crazy Duo, um die Karte zu bespielen. Der das Krypma und ADC's Frontline hier haben. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin auch einfach viel happier in diesem Game, weil wir haben Richel auf einer Soraka. Da ist jetzt egal, ob der 0-20 steht. Der drückt Ultimate, drückt W und healt sein Team. Ist korrekt, so funktioniert Soraka. Das Einzige, worum ich mir Sorgen mache, ist, wie hart du auf der Botlane gepusht werden kannst. Ja. Das ist meine einzige Sorge, die ich im Würfeldraft habe. Ansonsten finde ich den, auch wenn er natürlich spicy, nicht ganz Meta, ein bisschen interessant ist, sogar besser als den, den die Lemminge hier gewählt haben. Du gehst für dasselbe Play nochmal, diesmal steht ein Ward da, das heißt, das wird nicht nochmal funktionieren. Jetzt höre ich meinen ehemals Mitspieler und Competitive Coach Kirschens heulen, der sagt, wenn ihr invaden geht, wo ist euer Red Trinket? Und das ist sicherlich eine berechtigte Frage. Ah, warum kann ich nicht auszoomen? Das kann ich dir nicht sagen. Der Invade ist jetzt durch. Ich bin trotzdem viel, viel größerer Fan von diesem Draft. Ich glaube auch, dass Chonky auf einem AD Carry sehr, sehr gut aufgehoben ist. Das ist quasi so, hey, Chonky ist Toplane. Ich kann AD Carry auf Toplane spielen. Let's go. von daher deutlich größerer Fan von diesem Draft. Man hat den Ward von Würfel gespottet, das heißt, den wird man jetzt abgeben an den Azir. Der wird dadurch einen Ticken früher Level 2 hitten in der Theorie. In der Praxis ist die Frage, kriegt der überhaupt alle Minions? Könnte knapp werden mit dem XP von dem einen Minion. Sieht so aus, als hätte er es bekommen, ja. Aber war schon sehr spät. Ja, wir müssen leider ein kleines Problem, dass wir nicht rauszoomen können. Ah, jetzt haben wir es. Brauchen wir nicht, Jason. Wunderbar, es funktioniert. Da draußen. Schau dir diese coolen Skins von Soraka und Pike an, dann wirst du gar nicht mehr rauszoomen. Ah, stimmt auch glücklich. Wieder. So. Ja, Game 2 ist ein bisschen sagen. Do or die. Das hat Damage schon mal auf Krypma. Ignite wird gezündet, Heal ist auch schon raus. Und das sollte First Blood sein für Midai Soon. Und wie geht ja noch weiter? Richie Liemann sollte auch noch dran glauben. Kriegt hier guten Damage ab, da wirst du nicht gegen traden können. Du hast einfach ja? den Damage von Soraka unterschätzt. Ich meine, so, nicht von Soraka, von Leona. Leona macht im Early Game wirklich, wirklich viel Damage. Soraka ist ein Bot, sag ich mal, auf Level 1. Und du schätzt niemals über Nahen. Er ist ein klassischer Level 2 Champion. Von daher, da würde ich sagen, weiß ich nicht. Würde mich auch interessieren, wer wie viel Damage hier gemacht hat. Ich würde behaupten, die Leona hat von allen vier am meisten gemacht. Ja, maybe also über den Aftertrade ein bisschen schwierig. Und da ist wieder dieser Level 3 Toplane Gank. Pillar gut gestellt. Chonky muss flashen. Schöner Dodge hier nochmal. Und ja. Zum unfassbar weh. Auf der anderen Seite, jetzt wird auf den Trundle rotiert. Ja, Edison Frontline ist das schon mal drin. Valengin ist auch mit dabei. W wird hier gezündet. Man hat den Movement Speed schon mal. Sleep ist drauf. Valengin connected da. Kommt man da nochmal irgendwie dran? W into Q. Das ist der Kill hier für Edison Frontline. Starker Sidestep hier nochmal. Und somit kommt man ja schon mal raus. Krypma. Der Stun kommt nicht ganz durch. Muss jetzt nach hinten raus. Irgendwie Out of Vision kommen. Bisschen Life Raggen.
Niemand schmeißt da noch munter seine Bananen ein bisschen weiter. Schöner Hook hier von Krüppmer, der weiter nach vorne geht. Mida Isun ist slow, aber auch Richie Lehmann ist slow. Und das ist der Kill hier von Monkey eiskalt. Geht nochmal den Stun durch, aber der wird man nicht mehr nachgehen. Ich glaube, der will man zu viel. Auf der Botlane ist man auf jeden Fall gewillt zu fiestern. Ja. Bisschen Glück, dass der zweite Kill in Anführungszeichen nur an die Leona geht. Oh, wenn der da früher hookt. Ah, tragisch. Da wäre fast ein Kill für Krippma drin gewesen. Jetzt hat er also entschieden. Jetzt sind die Trades over. Top Lane, schönes Play. Ja, und. Haben wir es schon auf Botlane? Ja, wir swappen jetzt Lanes. Ich glaube einfach um den Var. Also, wir sehen ja, wie hart der Cho'Gath gelitten hat, weil Varus. Ja, die Frage ist, ob er da unten jetzt weniger leiden wird. Ja, das Problem ist, der Varus ist dadurch schwächer. Oder das Problem für Wirkel ist, der Varus wird dadurch schwächer. Der wird ohne Sams gegen Leona rough time haben. Das auf jeden Fall. Wahrscheinlich von Aegis des Frontends ein bisschen gesittet werden müssen, bis du halt selber das Swap-Fenster hast. Schau dir mal den Wave State an. Ja, der Engage kommt da schon mal. Chonky ist down. Tot. Nächster Kill hier für Mio da ist soon. Aegis des Frontends versucht nochmal irgendwie gegen zu traden. Wird er nochmal CC'd. Flash hier aggressiv nach vorne. Und es ist der Kill. Jetzt kriegst du den Reset. Und wie gut sind deine Ezreal Mechanics? Leider die eh in die Wand gesetzt. Monkey Eyes kalt mit dem nächsten Kill hier. Somit tradest du 2 für 1. Und das war genau meine Befürchtung. Jetzt ist diese riesen Wave auf Seiten von Würfel Doom. Ja, aber Valengin ist jetzt oben. Ignite ist drauf. Braucht hier noch einen Auto-Tag. Schöner Stun. Flash ist raus. Shutdown. Leona wird hier abgeholt. 450 Gold in die Taschen der Zoe. Also beide Teams haben hier irgendwie wirklich Bock zu fiestern. Ja, und Plating wird da auch noch mit rauskommen. Eine absolut crazy Fiesta. Jetzt kommt das A. Ja, denn Invade kommt da. Schöner Smite von Aces Frontline bekommt hier auf jeden Fall schon mal das Camp. Es ist ein richtiger Lehmann hinter dem Viego. Und das wird eine 4-Mann-Rotation. Starke Ultimate hier von Hamann. Wird hier auf jeden Fall Valengin abholen. Währenddessen wird aber Mauxin hier wahrscheinlich auch abgeholt. Schöner Stun hier nochmal. Chonky mit dem nächsten Kill. Und jetzt kannst du hier wahrscheinlich auch Richtung Drake gehen. Also ja, heiteres Gameplay auf jeden Fall. 6 Minuten haben wir durch, 10 Kills sind gefallen. Und sieht so aus, als will man hier den Drake nicht kampflos aufgeben, oder? Ja, jetzt entscheidet man sich doch dazu. Muss man hier abgeben. Einziger Versuch ist ein Ezreal-Steal. Ja. Der ist weg. Wir sehen Farm Advantage auf Chonky, Farm Disadvantage auf Valengin. ADC sind komplett even. ADC's Frontline ist auch 3 Camps ab. Ja. Gold ist insgesamt leicht in Favor für Innsport. Aber das ist eine komplette Fiesta. Schau dir mal die gesamten Rotationen an. Die sind alle nur permanent am Rotieren. Ja, wenn wir mal aus Gold gucken, wenn wir gesagt haben, was ist für uns wichtig? So, Chonky und ADC ist Frontline, die beiden Headcom, super fein. Beide sind ahead. Und Valengin ist auch ahead. Also an sich ist super fein. So, Botlane, ja, scheiß drauf. Krypma muss die Ult-Taste finden und Regen muss ein bisschen die Heal-Taste finden. So. Dem Ezreal geht stand jetzt ein bisschen zu gut, aber wir wissen alle, wie lange Ezreal brauchen wird. Ja. Schöner Hook hier von Krypma. Schönes Silence-Feld. Damage reicht aber noch nicht aus. Da viel mehr macht. Was mir tatsächlich auch gut gefällt, sind die gesamten Sidesteps der Cho'Gath-Qs, auch oben beim Kill auf Cho'Gath. ADC's Frontline hat genau um diese Turret-Range quasi drumherum gedodged. Sind viele, ja, man sieht schon, es sind ein paar gute Plays. Irgendwie finde ich es witzig, dass beide Teams auch gewillt sind, Spaß zu haben. Ja, ADC's Frontline. Jetzt wenn wir hier für den nächsten Dive gehen, kriegt man mit dem Flash-Stun into ADC's Frontline-Kill. Nimmt hier auch gleich mal den Cho'Gath über. Kriegt man muss jetzt aufpassen. Schöner Pillar hier gesetzt. Guter Slow ist da drauf. Hamann hat noch, hat schon geschaffelt. Wollte da in den Tower rein. Ist mal rausgekommen. Krippmer kommt sogar auch raus, weil er schnell genug ist. Ja. Beziehungsweise schön. Ist die Frage, wer kommt da, der Cho'Gath, der läuft, aber der wird nicht schnell genug sein. Der wird ja nicht mal rankommen. Zoe jetzt gefährdet. Sie face-checkt so fast die Leone. Es ist eine komplette Fiesta. Machen wir uns nichts vor. Eine komplette Fiesta, ja. Also wenn du mehr Kills als Minuten hast, ist es meistens Anzeichen dafür, dass es dann... ADC's Frontline ist davon aber ein riesen Profiteur und ich würde sagen, wenn mir 2 Champs einfallen, an die ich denke, wenn ich an Fiesta denke, dann sind es Pike und Viego. Die freuen sich darüber. Ja. Und diese beiden bekommen, Resets bekommen. Und jetzt schau dir mal Krypma an. Was will dieser Pike machen ab jetzt? So, der wird roamen, wird sich den Viego an die Hand schnappen und abfahren. Der Karte. Ja. Und schau dir mal den Viego an. Der hat seinen Mythic fertig. Andere sind...
Sein Mythic? Sehr weit davon entfernt. Nicht sein Mythic, sein erster Item. Ja, kriegt man jetzt allerdings ein bisschen deep drin da. Hat aber noch seine E, wird hier über die Wand kommen. Aber du verlierst Herald. Ja, Herald hier für die Lemminge, die schneller einfach auf der Karte waren. Das Timing dafür. Ist ein bisschen unglücklich. Insgesamt würde ich sagen, wenn man overall schaut, guter CS-Lead für Innsport. Chonky knapp 25 ahead gegenüber dem Cho'Gath, wobei die schon lange nicht mehr gegeneinander lane. Soraka nur minimal behind, Viego ahead, auch Zoe nur 10 behind. Was einmal machst du hier aus Chonky dann doch den AD Carry und schickst sie den Support an die Seite? Naja, lässt jetzt hier die Soraka solo lane? Ja, yeah, I mean, Soraka gegen Cho'Gath. Ist fein. Ganz ehrlich? Ist fein. Die kann sich, die muss nur farmen, die sollte nicht diveable sein. Damit bist du in Ordnung. Vor allem, du kriegst halt Solo-XP auf einer Soraka noch mit, ne? Also, mein, klar, der Cho'Gath wird dadurch ein paar CS mehr bekommen. Aber juckt es wen? Wirklich? So, jetzt soll hier der nächste Hook draufgehen. Sehr schön, Ultimate wird gezogen hier von Chonky. Hat man genügend Damage, hier schon mal Midas Hoon abzuholen. Alter, dieser Name bricht mir komplett alles. Trundle auf jeden Fall hat hier den Kill bekommen, aber währenddessen ADC ist Frontline mit dem Double Kill und wir bleiben hier, glaube ich, bei Trundle. Shionagisakun. Ja, Shionagisakun. Okay, an sich geht es recht schnell von der Zunge, wenn man es geschissen kriegt. Kurz einen kleinen Aussetzer gehabt, aber fassen wir zusammen, der Player von Top Lane. 2 Kills für Würfel, einer für die Lemminge. Der somit auch wieder besser Outcome. Ja, und jetzt muss allerdings Richel ein bisschen aufpassen, also so weil in Mauxin drin zu stehen. Ja, aber da kommt Krypner von der Seite und der slidet einfach mal über den Trundle, über den Cho'Gath drüber und holt sich hier den Kill. Sehr, sehr schön. Ja, wir haben über Fiesta gesprochen, wir haben über Pyke und Viego gesprochen. Ja, davon profitieren. Und bisher sehen wir genau das. Und Pyke hat ja jetzt erst, ich nenne es mal, seinen Fiesta-Status erreicht. Er hat jetzt Level 6 erreicht. Er darf ab jetzt Spaß haben. Bang seinen Boots. Der Viego, ja, schauen wir uns den Viego an. Dem geht's super. Ja. Der Pyke ist, by the way, auf dem Level von dem Trundle. Dem geht's gar nicht gut. Dem Trundle geht's absolut nicht gut. Auch dem Cho'Gath geht's nicht so gut. Der ist ein Level hinter der Soraka. Das heißt, du hast quasi überall Level-Advantages. Außer Jungle Mitte. Nicht, aber, ja, Jungle auch nicht. Ja, und jetzt ADC's Frontline, schöne Ultimate hier. Und Haman, aber mit dem Shuffle into Shutdown für Ezreal. Und auch Richie Lehmann muss jetzt aufpassen, hat kein Mana mehr. Marokusin beißt einfach mal rein und auf einmal fällt man hier komplett auseinander. Auch Krypmer wird hier abgeholt und jetzt ist da einfach ein Troll auf Valengin, der prügelt hier immer weiter und weiter. Marokusin kommt von der anderen Seite. Wird man nochmal irgendwie rauskommen? Wahrscheinlich nicht. Nein, der Kill geht hier auf den Trundle. Und somit hast du gerade sehr, sehr viel weggeschmissen, was du dir wirklich sehr gut aufgebaut hast eigentlich. Du hast deine gesamten Optionen oder dein gesamtes Tempo einfach, dass du in die Plays davor investiert hast, jetzt nicht gehabt, warst off-Tempo, die Gegner hatten bessere Resets und dann nimmst du einen Fight, ist einfach greedy. ADC's Frontline wird gut gecatcht. Ja, will sich jetzt hier aber Hamann abholen. Kommt der Asi nochmal raus. Ja, sehr schöne Combo. Zumindest vorerst. Ultimate ist aber noch zur Verfügung von ADC's Frontline. Theoretisch sollte er da rankommen. Es reicht aus. Gerade so noch getroffen. Das ist der nächste Kill hier für ihn. Und Midasun wird auch so ein bisschen rausgebullied. Und da ist man jetzt halt da. Sehr schön Root connected. Und man hat genügend Damage. Du hast einfach den Kraken Slayer. Du hast hier die Axt noch im Inventar. Sehr, sehr schön. Double Kill. Ja. Gegen Trundle und Cho'Gath. Es bleibt dabei. Beide Teams schenken sich nichts. Hier wird komplett hin und her fiestert. Jetzt haben wir beide Supports auf der Mitte. oder Supports, wenn wir Richel oder Soraka als Support werten. es ist nicht vorgewählt. Es ist Makro und Gameplay auf einem anderen Niveau. Richel fronten. Er wurde da vom Cho'Gath vorher gekillt mit Flash und Heal-Up. Das darf nicht sein, Richel. Ja, aber das ist ein bisschen Flash. Vielleicht ist die Flash auch kaputt gegangen. Also haben wir im ersten Game auch schon gesehen. Der saved sich die Flashes Game 3. Für die nächste Series. Für Slower oder Upper Bracket Final, wo auch immer sie landen. Ja, ist natürlich auch nicht schlecht. Wer weiß, ob er da überhaupt spielt, aber sagen wir einfach mal, er hebt sich bis dahin auf.
Insgesamt Gold relativ even, dadurch, dass jetzt der First Hit unten inklusive Ah, schöner Staples Shuffle von dran. Hammern. Pillar kommt auch durch. Jetzt muss man allerdings wieder aufpassen. Wow, der Hook ganz knapp daneben gesegelt. Dann kommt man noch raus und es passiert Ja, vor relativ allem wenig. Shuffle gegen den mobilsten Champion, gegen Pike, Ja, ist halt ein bisschen schwierig. ein bisschen fragwürdig. An sich aber ein schöner Jetzt Shuffle könnte gewesen. Toplane eine wilde Situation geben, aber die Vision, man ist einfach leider zu oft on Vision auf Seiten von ADCs Frontline, Schrägstrich, Würfel insgesamt. Auf der Topside, da wären schon das ein oder andere Play mehr besser gegangen, wenn man einfach früher die Vision geklärt hätte. Kleiner Gold Lead, Kills even, Ah, schöner unten Hook sind jetzt wir hier nicht mit der so. Soon, allerdings mit der E ausgestattet. Das ist halt der Vorteil immer so von so einem S-Will, ne? Kommt einfach mal easy Und raus. ich sag dir ganz ehrlich, ich habe große Angst vor ADCs Frontline. Der wird nach Base sein Joop. Trinity oder sein nächstes Item auf jeden Fall fertig haben. Mal drauf gucken, 2000 Und Gold hat wer er gerade soll in der den Tasche. aufhalten? Wer soll den aufhalten? Der hat eine Soraka hinter sich. Der hat einen Pike, der ihm den Execute eher liefert. Ja, muss jetzt hier aber Oder erstmal will er defensiv Play? rausulten. Wird jetzt hier gestunt. Schöner Flash hier. Währenddessen wird Midas Soon abgeholt. ADCs Frontline jetzt hier im Duell mit dem Trundle. Und da haben wir die Antwort, wer ihn abholen soll. Es ist nämlich der Trundle. Und Chonky wird hier auch noch dran glauben. Der nächste Kill. Allerdings auch Shutdown für die Zoe. Valengin versucht jetzt nochmal weiter nach vorne zu gehen. Soraka kommt auch so langsam. Hamann versucht hier mit dem DPS von hinten ranzukommen. Valengin währenddessen mit einer Bubble nach der anderen kriegt hier auch noch den Kill sogar für Richie Liemann, damit der erste in Game. Und geht hier noch weiter. Ja, Hamann wird man aber nicht mehr abholen können. Was ich Gehe jetzt ich schon auch von vorher aus angesprochen insgesamt. hatte, von Trundle, ne? Der drückt halt Ultimate auf dich und dann bist du gar nicht mehr so tanky. Ich glaube, das Ja, ist auch dann der insgesamt Punkt. finde Und ich auch. Hamann will, muss jetzt hier aufpassen, allerdings mit einem sehr, sehr starken Shuffle. Und der kommt dann fast mit dem Double Kill raus. Uhuhu. Ja, ursprünglich gut gespielt von Kripma und Valengin, dann aber ja, eine gute Antwort von Hammer gefunden. Ich weiß nicht, was Richie Soraka auf Lehmann einer von wilden hier gerade macht. Mission. Silence fällt drauf, die Bananen fliegen, die Q Ja, geht reicht irgendwo fast. ins Nirvana, muss jetzt hier flashen. Ja, nee, vielleicht. Was nicht, nee. Nee. Sagen wir einfach nee. Ich glaube, man wartet darauf, dass Kripma gleich ultert und aus dem Busch den Kill noch mitnimmt auf Das die wäre so Darby. frech, das wäre so frech. Ich glaube, das ist gerade die Idee, das ist gerade das Das Play. ist ja so Kripma greift frech. dich an. Das ist ja so frech. Oh, Oh! no. Aber er hätte auch nicht mehr genug Mana für die Ult gehabt, glaube ich. Ja, Davon mal weg. war ein wildes. Harold sollte an die Lemminge gehen. Ja. Was man beim Fight gerade nicht vergessen darf, ADCs Frontline hatte knapp 2.500 Gold. Stimmt, er war nicht besser, ja. War wieder out of position. Ja. Und trotzdem geht der Fight zumindest skill-technisch in favor von Innsbruck aus. Push-technisch würde ich sagen, der fast ganze T2-Turret auf der Botlane tut schon weh. Ja. Aber was ich auch Aber es sagen ist muss, in dem trotzdem. Draft ist halt so ein bisschen schwierig. Ja, währenddessen erstmal Chonky mit der schönen Ultimate hier. Kommt man da noch ran? W connected nicht. Leona Ulti zum Disengagen. Muss jetzt aber den Flash von Ja. Ezreal investieren. Ja. Aber was ich halt schwierig finde, du hast halt Viego als Single Frontline eigentlich. Was du Nee, ungern willst. Teleport rein, aber Ja, auch aber also so schnellerweise. Semi-Frontline-mäßig halt, Ja, ne? Cho'Gath ist auch keine Frontline, weil der wird einfach gemeldet werden von Varus und Viego. Stimmt auch wieder, ja. Jetzt mal jetzt der Hook. Schöner Stun hier. Schöner Flash aber auch von der Leona. Nächster Stun kommt durch. Jetzt prügelt man hier einfach das Target down. Schöner Kill hier. ADCs Frontline mit seinem nächsten. Achte an der Zahl Tradest. jetzt. Und der Drake ist Du ab. tradest gerade Kills für Turrets. Du hast Toplane den T1 verloren. Ja, schöner Hook hier. Und der nächste Flash, der gezogen werden muss. Also die Lemminge gleich wirklich komplett ohne Flashes da. Denn das muss Krippe Ja. mal so ein bisschen aufpassen. Wieder Soon, Vor allem schönes Spacing. Richelin oder Richel hat jetzt ein Problem. Der wird hier langsam aber stetig, wird der Cho'Gath den diven können und vor allen Dingen der Herald wird jetzt richtig chargen können. Das wird wehtun. Ich glaube auch, dass es für Würfel smart wäre, ja, auch ein bisschen mehr auf Objectives zu gehen. Sie haben gerade sehr viel Spaß mit Kills. Ja, du hast zumindest zwar auch den Drake bekommen, ist fein, aber du hast halt auch irgendwie zwei Turrets und einen halben verloren. Und währenddessen muss Richie Liemann jetzt aufpassen. Krypma ist aber mit dabei, kriegt den Stun durch. Ah, da hat sich der Call noch mal raus, aber Richie Liemann mit seinem nächsten Kill. Das Problem Währenddessen ist, verliest du aber Mitte T1. du willst den Kill hier lieber auf Chonky oder auf Kripma haben. Einfach Kripma, der shared, oder Chonky, der das Gold bekommt. Und du hast gesagt,
Turrets senden ein Desaster. Du hast noch keinen einzigen T1 bekommen. Hast parallel deine gesamte Topside verloren. Die T1 auf Mitte und auf Botlane. Und der T2 auf Botlane ist auch nicht mehr so. Das hat basically Trundle, haut da einmal drauf, beißt rein und gut ist. Von daher, du hast da ein bisschen Roughness. Ich bin auch gespannt. Ich würde mir zum Beispiel von ADC's Frontline wünschen, dass er sich hier Mercs baut. Einfach um die Leona CCs ein bisschen, ja, zu reduzieren, einfach da ein bisschen besser. Ja, kriegt man mit dem nächsten Hook. TP kommt jetzt über ihn rein, ist die Frage, ob sie spotten. Mauxin kommt hier rein, Shuffle misst auf jeden Fall schon mal. Shonky ist hier am Sidesteppen, was das Zeug hält, wird abgeholt, aber ADC's Frontline hat den ersten Reset. Versucht jetzt weiter zu gehen, ist als Trundle drin, Ultimate wird wieder gezündet und es wird hier die komplette Virgo-Show. Double Kill, man geht weiter nach vorne, kann sich hier nochmal ranziehen. Ultimate sollte gleich wieder auf Cooldown sein. Ja, er ist wieder drin. Guckt ihr den nächsten Kill? Nein, Midasun kommt gerade so raus, aber auch da wäre er wahrscheinlich unterm Tower gestorben. Und somit trennt man sich hier 3-2. Ja, bisschen glücklich, dass der also das überlebt. Insgesamt wieder eine Fiesta. Und das aus einem Play ist aber eigentlich besser für... Oh, und man muss auch passen. Oh, schön, aber da... Kommt noch raus. Rausgekommen. Insgesamt darf man nicht vergessen, dass Chonky hier sehr, sehr hart angegangen worden ist. Ja. Trotzdem sehr, sehr lange überlebt hat. Wenn der hier die Möglichkeit gehabt hätte zu flashen, noch ein bisschen Zeit zu kaufen, dann ist das, glaube ich, ein Desaster-Fight für die Lemminge und ein fast Game-Winning-Fight. Und wenn da kein T1 mehr steht? Das hat auch noch, ja, also ADC's Frontline hat dann noch zwei True-Shots, ein oder zwei True-Shots. Sag ich mal, weniger relevant, als dass Chonky hier überlebt. Also und ich glaube, da haben wir gesehen, was für Schwierigkeiten die Lemminge mit der Comp von Würfel bekommen können. Denn wir haben gesehen, wie viel Work diese Soraka gemacht hat, wie viel Poke die Zoe machen darf, wie viel der Varus bursten kann wirklich. Und dann kann der Viego eben in seinen 1v9-Mode gehen. Ist jetzt auch auf dem Weg, sich noch mehr Armor-Pen zu kaufen. Ich würde mir, wie gesagt, ausgebaute Boots wünschen. Interessantes Game und auch das Asia-Item-Bild ist schon wieder interessant. Du hast Crown into Rylai's into Anti-Heal. Weiß ich nicht. Joa. Kann man machen, muss man nicht machen. Der Asia macht halt wenig Damage. Der Trundle ist ein Full-Tank-Trundle, der bisher nur Armor gebaut hat. Also sie bauen jedes Game sehr, sehr defensiv tatsächlich. So, und jetzt Midasun. Soll ihr dran glauben? Stark gewartet, bis er ungeduldig wird. Gut abgeholt hier. Ja, und das, was schön daran ist, ist der Fakt, dass jetzt Chonky auch mal Kills bekommt. Ja. Wir haben es angesprochen, dieser Radiant Virtue Build. Richel hält hier, ja, eisern gegen. Ah, Shuffle kommt drauf. Krypma wird wahrscheinlich sterben. Ja, kommt aber noch raus. Er kommt schon wieder raus. Richel Lima muss jetzt hier aufpassen. Der stirbt gleich an Minions, wenn er weitermacht. Verliert hier den Turret. Ich glaube, der ist einfach keine Antwort mehr gegen den Chuggert. Man sieht hier aber gerade den Nash zuvor. Merkt man aber nach wie vor eigentlich nicht. Man stellt ihn immer weiter dagegen. Ja, ich meine, jetzt ist die Ult raus. Ja, Nash Force. Die Bubble sitzt hier schon mal. Jetzt will man turn und einfach deleted Valengin hier mit enormen Damage. Und jetzt solltest du den Nash bekommen, wenn ADC dann überlebt. Aber man kann hier so ein bisschen poken halt. Du verlierst halt den nächsten Tower. Ja. Beziehungsweise. Hier schmeißt die Bananen so gut er kann. Ja, das wird jetzt ein sehr. Man muss den Nash abbrechen, weil man einfach nicht. Ja, weil der Tank fehlt. Richtig suffert auf der Botlane. Das ist ein bisschen. Ich verstehe die Idee, den Nash hier zu beginnen und man hat den Catch of Jungle bekommen. Aber dir fehlt einfach. Ja, derjenige, der es tankt, wenn die Soraka dich nicht healt. Du verlierst wieder zwei T2s. Dafür, dass du wieder nur einen Kill bekommst. Und insgesamt. Schauen wir auf die Turrets. Da steht 6-1. Fairerweise, ab jetzt wird es auch schwieriger, Turrets zu bekommen. Jetzt geht man auf Seiten von den Lemmingen für den Nasher. Die Frage ist, hat man das auf Seiten von Inspot auf... Naja, anscheinend absolut nicht. Du willst nämlich Richtung Drake spielen und bist jetzt ja auch erstmal mit dem Cho'Gath beschäftigt. Denkst, du kriegst den Catch, aber irgendwie ist das Team nicht da. Also so langsam sollte man dann vielleicht auch mal dran denken, dass das ein bisschen suspekt ist, das Ganze. Und ADC's Frontline sagt einfach mal, er ist raus. Ja, ich fürchte nur, dass jetzt der Nash einfach gone ist. Der Nash wird gone sein, aber du wirst kriegst dafür zumindest den Sugar plus Support. Du solltest den dritten Drachen bekommen plus den Sugar. Ja. Dadurch ist, ich sag mal, derjenige, der bisher am meisten gesplitpusht hat, dann tatsächlich auch ohne Nash. Ja, das ist an sich nicht ein kleiner Vorteil.
Und ich glaube auch, es ist. Ja? Was ich aber auch so ein bisschen problematisch finde, ist halt einfach, du hast eine Soraka im Team, die dich theoretisch komplett gigasustained, also vor allem den Viego. Weil die Ja. ist halt permanent auf Sidelane und da ist eine Soraka halt so damn useless. Ja, du hast halt grundsätzlich niemanden, der dich Sidelane annehmen kann. Ja. Das ist dein Problem, weil du brauchst diesen Varus eigentlich bei dir Brauchst du dabei ein im Varus im Team, Team, ja. damit du den Damage hast. Wäre so auch gerne die Zoe für den CC noch mit Aber dabei. du brauchst noch die Für den Soraka im One-Shot. Teamfight und solange der Cho'Gath Split pushen kann, wird er das weiter tun. Auf der anderen Seite muss man sagen, er hat jetzt alle T2 sind down. Jetzt zu Split pushen, wird immer sehr viel mehr Preparations brauchen. Das wird immer länger dauern. Quasi, bis du Split-Push-Erfolge aufgebaut bekommst. Von daher, dadurch, dass auch der Cho'Gath den Nash nicht bekommt, by the way, es geht weiter, Ja, kurz kleiner Spectator-Bug. ist es besser oder ist es jetzt in Anführungszeichen der angenehmere Spot für Würfel? Und du bist Gold ahead und jetzt lass Würfel einmal einen Fight gewinnen, aus dem du Turrets nehmen kannst. Du hast so viel Standing Gold, das auf Seiten von den Lemmingen schon gezogen wurde. Das kann ein Riesen-Advantage sein. Du musst halt nur auch dazu kommen. Ist Oh Gott. richtig, ja. Hier wird ja auch ein Chunky Na, gelassen. ich wollte Ja, gerade sagen, du bekommst den nicht. sehr, sehr Man gut. hat. Ja, keine Ahnung. Aber also was ich nicht verstehe, ist, dass kein Ward steht, wenn du davor selber am Nash quasi gespielt hast. Auf der anderen Seite, Infernal Drakes sind natürlich sehr schmackhaft hier. Ja, vor Du allem hast auch jetzt eine zwei Infernal davon. Soul für den Initial Burst ist natürlich auch sehr, sehr lecker. Ich meine, Mountain Soul oder wahrscheinlich Hexhex Soul wäre die krasseste gewesen, die du bekommen kannst. Mit Varus, mit Zoe. Mountain Soul gibt dir maybe ein Shield, dass du ein bisschen länger überlebst. Wir sehen, Gruppmark platzt sehr schnell weg. Auch ADC's Frontline. Der ist super ahead, aber der platzt halt trotzdem schnell weg. Und der sitzt vor allem jetzt schon relativ lange auf demselben Items. Klar, der hat 1400 Gold, der wird das nächste Item fertig haben. Aber er ist nicht mehr so far ahead über der Goldkurve. Und Der vor allen Dingen Varus ist auf mittlerweile dem hast du gleichen auch gute Gold. Resistenzen gegen ihn. Ezreal Ja. und Cho'Gath sind auf dem gleichen Gold. Und auch der Azir hängt nicht viel hinterher. Es ist Wollen wir uns entscheiden. insgesamt eigentlich fast überall gleich. Außer im Jungle. Da bist du 2000 insgesamt. Oder bist du 2000 ahead. Dafür bist du halt auf Botlane 2000 behind. Genau. Auf der Soraka. Das heißt, an sich bist du goldtechnisch sehr, sehr nah beieinander. Sehen wir ja auch. Du hast natürlich die Drakes, die einen gewissen Value haben. Aber jetzt, ich meine, Wave Clear ist ein Problem. Du hast eine Zoe und einen Varus. Das ist dein gesamter Wave Clear. Ja, und das scheint sich dann eher schwierig. Weil der Viego, wenn die Gegner siegen, kann eigentlich nicht oder kann nicht easy an die Wave Also, er muss halt sein Leben traden dafür, dass er Minions attacken darf. Richtig. Das ist eher das, was du nicht so wirklich willst. Plus, du läufst natürlich Gefahr, dann da abgeholt zu werden. Währenddessen ultet man jetzt aber einfach mal hier den Cho'Gath. Aber man muss gucken, man braucht relativ lange dafür. Man geht da nochmal nach, dann kommt drauf. Und dafür verliert man aber sein Inhalt auf Botside. Ich denke, das ist okay, wenn du jetzt den Fight bekommst. Aber es Ja. ist die Frage, bekommst du den Fight jetzt? Ultimates sind noch ab, außer die von Chunky. Ja, man Man versucht hier hat nochmal über gesehen, rüber zu gehen. Palermo Azir versucht steht jetzt natürlich abzusetzen. da. Kann so ein bisschen hier die Party verderben. Sehr schöner Shuffle hier. Richtlima wird reingezogen. Sagen Aber nicht viel mehr schöner passiert da Shuffle. nicht. Du hast eine Ja. Person getroffen. Oh, du Der musst dich Damage jetzt ist aber gut. zurückziehen. Weil du einfach ja nicht rankommst, dadurch, dass der Turret da Ja. ist, keiner kann dir tanken. Und damit ist diese Aktion halt wieder. Ja, du hast wieder einen Kill bekommen, aber ganz ehrlich, du hast dafür wieder was verloren. Du Ist verlierst wieder ein einfach zu Tower und viele Imp verloren, ja. Objectives. Du kommst in den Objectives einfach nicht ran. Jetzt kann diese Soraka diese Sidelane auch auf gar keinen Fall mehr beantworten, weil, ja, Soraka gegen Super Minions, vor allem hier Soraka gegen Super Minions, das funktioniert nicht, Freunde. Ich will wissen. Auf der anderen Seite, der Viego ist 70 CS ahead, der Varus ist 40 CS ahead, der Azir ist 40 CS ahead, der Ja. Ezreal ist 30 CS ahead. Es ist Du hast trotzdem halt goldtechnisch ist einen komplett lausigen even. Top-End-Tower Darüber ist nichts bekommen. vor. So, und Ja. jetzt wird hier wahrscheinlich erstmal Gruppen abgeholt. Aber hier kommt man mal durch. Der Heal ist sehr, sehr gut. Das sind die Fights, die du brauchst. Ja. Wenn du wirklich Teamfighten kannst, dann hast du die Stärke, die der Draft von Würfel hat, Und kannst du Chunky ist noch nutzen. nicht dabei. Erstmal die Super Also Minions an. Teamfight ist genau das, was du suchen willst auf Seiten von Würfel und das, was du vermeiden willst auf Seiten von
Der Gegner, weil du hast nur zwei Wave Clearer, das heißt, du kannst nicht alle drei Lanes verteidigen. Ja. Und jetzt, ich Und du werfe hast nochmal ein natürlich Double Gedankenspiel in die CP, Welt. ne, gegen dich. Jetzt stell dir mal So. vor, der Cho'Gath wäre kein Cho'Gath, sondern der Trundle gewesen. Das Crazy. wäre sehr witzig gewesen, ja. Das wäre ein Desaster für Würfel gewesen. Glaube, dann würden Ist wir dann jetzt auch die tatsächlich Frage. nicht mehr in diesem Game zumindest miteinander sprechen. Ich glaube auch. Das wäre deutlich rougher gewesen. Wir haben jetzt trotzdem, die Soul kommt jetzt zeitnah, es ist kein großer Goldlied, 1 Minute bis zur Soul. Wenn Würfel sich die jetzt sichern kann, dann glaube ich, geht's richtig los. Ich glaube, wir werden jetzt aber auch einen fetten Teamfight sehen. Du kannst jetzt auf Seiten von Lemmingen nicht sagen, den gibst du ab. Du kannst natürlich auf Seiten von Würfel sagen, ey, wir sind Botlane so eingepusht, wir können nicht. Das könnte ich mir vorstellen. Dass sie sagen, ey, wir können nicht reinsteppen, vor allem nicht blind. Und danach sieht's aus, ich glaube, sie geben den Drake ab. 30 Wäre zumindest Sekunden sind interessant. noch. Man outet sich zumindest Ja, mal so ein aber bisschen mit guck der mal. Bubble nach vorne. Hast du mal auf der Top-Side? Ja. Du hast immer noch super Minions, die du clearen musst. Also, ich glaube, Du so hast mal. doll will und sollte man auch nicht vergehen. Pillar wird hier schon mal gesetzt. Sleep geht durch. Ultimate auch. Wut. Follow-up ist ebenfalls drauf. Hier kommt durch. Und jetzt der TP hinter sie. Tor gestellt. Das Shurima Shuffle geht irgendwo ins Nirgendwo. Einfach mal eine Wand aufgestellt quasi. Und Krypma jetzt mit dem ersten Kill. Kommt er dann noch raus? Währenddessen Mauxin wird ebenfalls hier abgeholt. Und jetzt ist die Soul dann doch noch auf dem Speiseplan wahrscheinlich. 2 für 3, die Frage ist, oder 2 für 1 Trade, die Frage ist, kommst du schnell genug hin? Und Ja. da habe ich meine Angst. Wir gehen Gegner runter. Wir sind gucken auf sehr, den sehr schnell. Drake. 8000, 7000. Ja, du bist auf jeden Fall in Time da. Pillar Nee, doch. gesetzt, man muss da rüber und der Er hat noch Smite-Sicher, das Pickel. ist der Stil hier von ADCs Frontline, sehr, sehr stark. Wunderbar gemacht hier an der Stelle. Jetzt sollte man rausgehen, hoffen, ja, die Nexus-Tür zu verteidigen. Und wir haben es angesprochen, in dem Moment, wo wir in die Teamfights kommen, ist die Comp eigentlich besser. Diese Soraka hat so viel mehr Value als das Split-Push. Ja, eben. Es ist so viel leichter zu spielen und jetzt, du hast kein Turret verloren, du hast die Soul bekommen, gutes Smite-Duell von ADCs Frontline. Und auf einmal sieht das Game wieder angenehmer aus. Bisher der Inhib auch nur extra Gold für die Jungs von Würfel. Ist auf jeden Fall ein deutlich spannenderes Game als das letzte, ist deutlich knapper. Die Drafts sind ja interessanter diesbezüglich. Sind auf beiden Und ja. Seiten auf jeden Fall interessant, ja. Und jetzt scheint sich das nächste Standoff am Nash zu ergeben. Ja, guck mal. Ist immer noch ein Pike, ist mit relativ mobil. Allerdings der Knockup kommt durch und der fällt hier. Mauxin beißt hier in den Rhein. Das könnte jetzt ein Desaster werden. Und versucht hier nochmal irgendwie rauszukommen, aber auch Shonky fällt. Und jetzt ist man hier nur noch alleine. ADC ist Frontline, muss die Beine in die Hand nehmen und hat jetzt hier eine 5 gegen 1 Situation. Und das könnte hier vielleicht sogar im Game münden. Supma ist nur 20 Sekunden tot. Ja, und jetzt ADC versucht man hier den Frontline Hail kommt. Mary Play. Du kriegst den ersten Reset. Man kommt hier nochmal raus. Du kriegst auf jeden Fall jetzt schon mal den Azir weg. Versuchst du Kauf nochmal Zeit. irgendwie dafür zu gehen. Du kaufst die Zeit. Kriegt man hier noch den nächsten Kill? Man kriegt den nächsten Kill. ADC ist Frontline, hält die Fahne hoch. Der sagt, wir geben dieses Game noch nicht geschlagen. Wir geben uns hier definitiv nicht auf. Wir versuchen es nochmal. Krypma ist jetzt auch wieder da. Können sie es irgendwie enden? Nein, ja, vielleicht. Shutdown hier. Man fällt. Und das sollte dann das Game gewesen sein. Chandel haut auf den Nexus ein und Würfel ist im Lower Bracket. Sie haben es bis zum Ende versucht. Und dann dieser eine Teamfight, wo auf einmal man so ein bisschen misskoordiniert ist. Und dann die Lemminge das Game in einem Split, in einem Push beenden können. Und somit, ja, muss sich Innsport hier heute leider geschlagen geben. Ja, leider muss man sagen, ich würde sagen, Game 2 sah eigentlich insgesamt deutlich angenehmer aus als Game 1. Game 1 war, ja, der Draft war nix. Game 2 sah jetzt eigentlich die ganze Zeit close aus. Dann machst du einen Fehler und es ist halt leider Schifffahrt sah vom sehr gut aus, Gamepoint. ja. Es zieht sich halt vom Gamepoint zu lange. Du wirst gecatcht, Krypma. Ja, du willst den Ezreal catchen, auf der anderen Seite wirst du selber gecatcht. Und dann wirst du natürlich einfach hops genommen. Hier wirst einer nach dem anderen gecatcht. Die Soraka kann nicht wirklich healen. Dein Viego stirbt schnell. Dein Baro stirbt schnell. Du kommst nicht in die Condition, in der du es haben willst, in der du die Fight spielen willst. Und dann, ja, verlierst du leider den Fight und auch das Game.
Das ist natürlich Guter dann auch so ein bisschen Versuch. das Resultat daraus war, dass du halt vorher so viele Turrets verloren hast. Deine Ja, Base du schon hast so weit einfach geöffnet war. Ne? Also, imagine, da ein steht vielleicht Turret noch ein ist einfach Tower mit zu wenig. dazwischen. Richtig, ein Turret ist einfach zu wenig, auch insgesamt, den du bekommen hast. Du hast, ja, Kills technisch even getradet, aber du bekommst einfach zu wenig Turrets. Turrets und Objectives sind immer besser als Kills. Und das ist ein bisschen das Problem, dass du hier, ja, auf Seiten von Würfel hattest. Trotzdem, ich würde sagen, Draft Game 2 war sehr unterhaltsam. Definitiv. War auch sehr close. Auch Game 1 der Draft war unterhaltsam, auch wenn nicht viel oder auch wenn nicht wirklich erfolgsversprechend. Das muss man auch sagen. Leider nicht gereicht für die Jungs. Wenn ich das richtig sehe, auch schon alle weg. Irgendwer noch irgendwo auffindbar? Nee, sieht so aus, als wären alle weg. Dementsprechend vermute ich mal, kriegen wir auch kein Interview mehr. Das sieht so aus. Boah, die Schokolade. Okay. Vielleicht hat man sich doch anders vorgestellt. Vielleicht, ja, ein bisschen enttäuscht, ein bisschen gefrustet, Ja. davon Game 2 so zu verlieren. Guten Ah. Morgen. Ah, da ist Ah, noch da ist wer. doch noch unser Interview. Ziemlich frech. Ich habe als Erster gesagt, ich mach's nicht und muss es dann machen. Weil alle einfach weggegangen sind, oder was? Ja, Ja. sind alle abgehauen. Verkauft vom Team. Ja, moin, Richel. Dann Ja, guten wunderschön. Morgen. Ja, erstmal, ja, ist natürlich, ja, schade, dass es dann nicht ganz Whatever. gereicht hat. Ich sag mal so, im ersten Game, das war natürlich schon, ja, sehr spannend, sag ich mal, Draft-wise. Guten Metadraft, sag ich mal, okay, nimm den Botlane ein bisschen weg. Wobei die Hallo, Botlane für sich ja auch ganz Metadraft schauen gut wir Omega, ja, nicht funktioniert. Würfel. Ja, aber ihr hattet einen Gedanken dahinter auf jeden Fall. So, das kann man ja fairerweise auf jeden Fall sagen, ne? Ja, dann Toplane, ja. Sind Dinge passiert, würde ich sagen. War da für euch schon so ein bisschen der Punkt, wo ihr gesagt habt, ja gut, jetzt wird es hier auf jeden Fall schwierig oder habt ihr da noch ein bisschen Möglichkeiten gesehen? Ich kann mich ehrlich gesagt kaum an Game 1 erinnern. Ich war irgendwann ziemlich pissed. Ja. Da ich Mario angeschnauzt, hat Mario mich angeschnauzt und dann haben wir weitergespielt. Das Bild schon, gute Teamstimmung. Und irgendwie hat es nicht. Ja, aber Game 2 war ganz fun. Da Chonky sagt dann kurz vor Ende: Ja, wir müssen jetzt einen Fight forcen. Und Mario sagt: Da bin ich dabei und geht rein. War aber niemand dabei. ja, hat er vielleicht vergessen, dass er ein Pike Ja. ist und ein bisschen schneller ist als andere. Ja, also ich muss sagen, wir waren sehr verwirrt von den Lane-Swaps der Gegner in Game 2. Das haben wir Ja, nicht ganz durchstiegen. hat man gemerkt? Ich weiß nicht, ob die Gegner so ganz wussten, was sie machen. Also, no front. Ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der Sinn davon war, aber irgendwann war ich 4 Level über der Soraka, hab mich, über der Leona, hab mich gut gefühlt, bis mir aufgefallen ist, dass ich Soraka bin. Und dass ich dann doch nicht so gut ist. Und ADC spiele. Naja. Ja. Wie auch immer. Egal. Aber wir müssen einfach für einen Lower Bracket Run am Samstag gehen. Genau. 14 Uhr spielbar, haben wir ja jetzt schon gespielt. Das heißt, morgen ganz entspannt und Sonntag, wenn es dann auch nochmal 2 Wins. Ja, das ist Dann auf jeden Fall Montag schon mal haben eine wir ja gute auch noch. Aussage. Montag ja auch noch, Ja, ne? Montag, schon Montag, sag ich immer. Ja, also die Spielschicht habt ihr euch quasi mit selber eingebrockt. Aber man muss ja auch sagen, so Game 2 war sehr, 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 sehr close. Ja. Das ist ja dieser eine Teamfight, den man dann leider unlucky nicht gewinnt. Bis dahin sah es an sich gut aus. Man hat die Objectives nicht so richtig bekommen. Ne? Tower. Naja, wir hatten Also man Base, hat die also Tower nicht was nicht, bekommen. So, ne? das meine ich damit. Also Ja. von der Objective Side. Man hatte ein T1. War da mit den Ja, T1 noch? Ja, ein eine. T1 hattest du halt gegen quasi die ganze Base. Was es dann, glaube ich, ein bisschen schwierig gemacht am Ende. Aber soweit sah es eigentlich gut aus. Und vor allen Dingen, was man auch nochmal sagen muss, also von uns Castern aus und ich denke mal auch vom Chat aus, es war sehr, sehr unterhaltsam. Dafür auf jeden Fall danke für die beiden Games. Und wir hoffen natürlich, dass dann ja, im nächsten Game ihr euch den Sieg eintütet, dass wir noch mehr davon sehen können. Hoffentlich natürlich das Ganze auch on-cast. Ja, hast du sonst noch abschließend irgendwas zu sagen, Richie? Also ich hoffe natürlich nicht Oncast, weil es hieße, Omega wäre rausgeflogen. Stimmt wohl, vielleicht erbarmt sich ja irgendwer das Ding auf dem Also auf einem Zweitkanal. Zweitkanal natürlich Genau, gerne, genau. auf dem Endsport-Kanal ungern. Ja. Logischerweise, ja, ich meine, ach, whatever. Wir wissen noch nicht, wer morgen spielt, von daher müssen wir mal schauen. Max hatte heute was zu tun. Ja. Dafür ist Nick eingesprungen. Das erste Game, in dem Nick Jungle spielt und wir verlieren. Ist aber, Ja. glaube ich, auch erst das zweite.
Ich sag mal, meine fasst sich halt immer von der. Ich muss noch eine kritische Frage stellen. Worauf Ja. wartest du mit deinem Flash? Was für ein Also Flash? wofür hebst du dir die auf? Ja, für den Baron-Fight. Verstehe. Okay. Es wurde gesagt, wir sollen hier nicht flashen, also flash ich nicht. Ah, sag Oh, mal, ja. ich sag mal, du bist ein paar Mal mit Flash abgestorben. Aber Dinge passieren. Nee, aber tatsächlich, die also so oft kann ich ja nicht, also Game 1 vielleicht, Game 1 aber einmal ich auch und Game oft 2 gefehlt. vor allem auch einmal. Also zumindest, Ja, wo die Kamera das. drauf war, wo wir, dann haben wir dann zusammengezogen. Also Game 2 habe ich mir tatsächlich gedacht, ich flashe nicht, nur dass ich sterbe, weil. Nur dass ich nicht sterbe, weil. Schon really matter if I die or not. Ich mache keinen Schaden oder so. Und wenn die eher auf mir drauf sind. Und Game 1, ja, war ein bisschen Tilt, glaube ich, dabei. Durch die Bank weg. Okay. Gut, hast du sonst noch soweit was, Felix? Nö. Ja, dann würde ich Alles dich klar. soweit entlassen. Vielen Dank dir, dass du nur kurz die Zeit genommen hast. Und viel Erfolg dann auf jeden Fall in den nächsten Games. Jo, man hört sich. Man Schönen hört Abend euch sich. noch. Gut, Bis ebenso. dahin. Wunderbar. Gut. Das soll es dann soweit auch gewesen sein. Ich weiß nicht, ob irgendein Mod gleich den Raid anschmeißen mag. Das wäre super. Ansonsten, ja, auch vielen Dank natürlich schon mal an dich, Felix, dass du dir Ja. heute trotz deiner gesundheitlichen Schwierigkeiten die Zeit genommen Ja. hast, ne, und mir ein bisschen Gesellschaft War geleistet. auf jeden Fall unterhaltsam. War Also, unterhaltsam. scheint keiner die nein. Ja, also nach den Games quasi kannst du jetzt ja morgen nur fit wie ein Turnschuh sein. Ja, natürlich. Hoffen wir doch. Biegsam vor allen Dingen wie ein Turnschuh, aber ja. Zusammen wie ein Turnschuh, ja. Ich Ja, so ein bisschen glaube, jung Mods im. können das nicht. Dann kann das wahrscheinlich wieder nur das sein. I guess so, der ist nicht da. Ja, dann würde ich euch jetzt einfach so dann den Freitagabend in die Freitagnacht entlassen, ne? Und Drink and Drive. Einen wunderschönen Abend. Ciao, Jo, ciao. auch von mir, schönen Abend und man hört sich.